Fitness mit Marc Folge 382. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er liebt den Wettkampf. Vor allem mit der jüngeren Version von sich selbst. Marc Maslow. Moin moin, ich bin Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. In der heutigen Folge geht es um die Wissenschaft der Gesundheit, Wissenschaft der Fitness und die Wissenschaft des Nacktgutaussehens. Wir reden über Stoffwechsel, über Fettabbau, über Muskelaufbau, über eingeschlafenen Stoffwechsel. Gibt's sowas eigentlich? Wir reden über Feedbacksysteme. Wie misst du deine Fortschritte richtig? Und wir reden auch über das gesunde Arbeiten im Homeoffice. Jetzt sage ich wir und da denkst du dir wahrscheinlich schon, ja, da bist du nicht alleine heute, Marc. So ist es. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast zum zweiten Mal hier. Und zwar den Professor Dr. Ingo Frohböse, der Sportwissenschaftler und Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln. Er war übrigens, das wissen viele nicht, im Studium mehrfacher deutscher Vizemeister im 100 Meter und deutscher Hochschulmeister im 200 Meter Sprinten, hat zahlreiche Bücher zum Thema Gesundheit, Ernährung, Sport verfasst, unter anderem den neuen Spiegel-Bestseller Der Stoffwechsel-Kompass. Und das ist auch eins der Themen, über das wir heute sprechen. Ja, und was mir gleich am Anfang dieser Folge aufgefallen ist, als ich mit Ingo im Skype-Gespräch mit Bild zu Bild noch war, der Ingo, der ist tatsächlich schon 65 und er sieht noch viel, viel jünger aus und sagte mir selbst im Vorgespräch, er ist nach wie vor so fit wie mit 40, in einigen Bereichen sogar noch fitter. Der Ingo, das wirst du merken, ist jemand, dem nimmt man das zu 110% ab. Und umso dankbarer bin ich, dass er sich heute Zeit für uns nimmt, für die drei Themenbereiche Homeoffice. Dazu hat er übrigens auch ein Buch geschrieben, der große Homeoffice Guide, zum Thema Feedbacksysteme. Auch dazu hat er ein Buch veröffentlicht, Leistung messen und steigern und den Stoffwechsel. Wunderbares, sehr inspirierendes Gespräch fand ich und da bleibt mir nur zu wünschen, viel Spaß mit dem heutigen Gespräch mit Ingo Frohböse. Ja, und bevor es gleich losgeht, diese Folge enthält Werbung. Ich habe es eben schon erwähnt, Ingo hat ein paar Bücher geschrieben, die empfehle ich natürlich. Das Ganze ist dann auch Werbung, das kennzeichne ich hiermit. Und wir haben wie immer auch einen Werbepartner. Werbepartner dieser Folge ist AG1 von Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon, die kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur wenige Nahrungsergänzungsmittel. Eins davon verwende ich seit bald über 8 Jahren jeden Tag und das ist AG1 von Athletic Greens. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen wie Präbiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. AG1 ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es eben auch von synthetischen Präparaten. Da sind auch die vielen Sekundärstoffe enthalten, die du eben nur in echtem Gemüse und Obst findest. Die Gesamtkomposition, die bekommt so kein anderer Hersteller hin, vor allen Dingen nicht in dieser Qualität und Schadstofffreiheit. Für mich ist AG1 sowas wie eine Alles-in-einem-Gesundheitsversicherung. Für Fitness mit Marc-Hörer gibt es ein spezielles Angebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung kostenlos 5 Travel Packs für unterwegs, ein Jahresvorrat an Vitamin D mit K2 drin, plus ein Willkommenspaket mit einer schicken Edelstahldose und einem Shaker. Geh dazu auf fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc und dann ag.de. Ja, heute zum zweiten Mal zu Gast bei Fitness und Marc, Professor Dr. Ingo Frohböse. Moin, moin, Ingo. Moin, moin, Marc. Was gab es denn bei dir zum Frühstück heute? Du, ich habe ein relativ standardisiertes Frühstück, insbesondere was mein Müsli betrifft. Ich nehme aber Kürbiskerne, dann nehme ich Gerstengras, Hanfsamen geschält und Weizenkeime, 2 Esslöffel, angereichert mit Haferflocken. Und heute habe ich Sojamilch gehabt und das ist so mein Hauptfrühstück und das mache ich fast jeden Tag. Schöne Gewohnheit, um zu starten.
Ja, und vor allen Dingen, weißt du, weshalb ich das so mache, weil ich immer auch darauf achte, wie starte ich eigentlich so in den Tag? Habe ich also alles, was ich so brauche, so was meine Vitalstoffe betrifft, bin ich da safe? Denn ich weiß oft nicht, wie komme ich am Tagesverlauf so zum Essen, wie viel Energie kann ich überhaupt noch tanken? Und wenn ich das zum Beispiel zu mir nehme, dann ist das wie ein Ritual. Ich variiere es natürlich schon mal ein bisschen manchmal, indem ich ein anderes Obststück dazu tue überhaupt mal oder indem ich noch einen Joghurt dazu einrühre oder ein Skier oder wie auch immer. Also ich variiere schon, aber das war es so heute Morgen. Aber Müsli ist jeden Morgen eben dran. Und kommt das bei dir direkt nach dem Aufstehen oder kommt noch was davor? Ja, also ich trinke natürlich immer ein großes Glas Wasser erstmal. Das ist so das Erste, was ich tue. Und insofern, das ist so 0,3, so ein bisschen handwarmes Wasser. Und dann trinke ich dazu eben in der Regel meistens so einen Liter Kräutertee, ne, morgens. Und dann bin ich an sich safe. Wir haben ganz viele Themen auf der Agenda. Ich habe mehrere Bücher von dir mir vorgenommen und möchte auch über die Themen mit dir reden. Ganz spannende, ganz aktuelle Themen. Der erste Bereich ist das, was uns gerade in den letzten Jahren, glaube ich, alle immer mehr betroffen hat, ist das Thema Homeoffice. Wir sind jetzt hoffentlich in der letzten Phase der Pandemie mit diversen Lockdowns, geschlossene Fitnessstudios. Viele von uns arbeiten auch immer noch im Homeoffice. Wahrscheinlich werden auch immer mehr Menschen im Homeoffice arbeiten. Muss ja keine schlechte Entwicklung sein. Aber gleichzeitig auch durch die geschlossenen Fitnessstudios, durch die geschlossenen Sportvereine, alles, was damit zusammenhing, haben wir auch eine Veränderung im Bewegungsverhalten der Menschen. Und hast du da irgendwelche auch Daten zu? Was hat sich geändert? Was hast du beobachtet? Ja, ich habe eine ganze Reihe an Daten. Ich mache zum Glück immer jedes Jahr fast eine Studie, wie gesund lebt Deutschland. Und leider ist es wieder noch schlimmer geworden, als es schon mal war. Wir haben im Augenblick nur noch 9% der Deutschen rundherum, die so alle grundlegenden Minimalempfehlungen im Bereich der Präventionsanforderungen quasi Bewegung, Ernährung, Regeneration, Schlaf, Alkohol und Rauchen quasi erfüllen. Also 91% kommen nicht über diese gesamten Hürden quasi hinaus. Und das ist schon dramatisch. Wir haben im Augenblick aktuelle Sitzzeiten von 8,5 Stunden. Wobei, und jetzt kommt's, die Gruppe der 20- bis 35-Jährigen 10,5 Stunden sitzen aktuell. Hat auch deutlich zugenommen. Das heißt, wir haben etwa 66 Minuten im letzten Jahr durch Corona bedingt eben mehr an Sitzzeiten im Schnitt in der Bevölkerung quasi vorzufinden. Die ganzen Transportwege fallen weg. Und das ist natürlich total gravierend. Wir haben im Schnitt 5,3 Kilo bei den Erwachsenen zugenommen. Die Fettmasse hat also deutlich zugelegt. Im Durchschnitt. 5,3 Kilo ist natürlich, ja, im Mittel, das muss man sich mal vorstellen. Und wenn man auf der Straße herumgeht, siehst du, was ich damit meine. Alle sagen ja, finden sich ja sehr, sehr wohl sogar damit, mit dieser Ausrede. Ich habe ein paar Corona-Kilo zugelegt. Also 5,3 Kilo finde ich schon dramatisch. Und das, was wir auch festgestellt haben, ist, dass viele Zivilisationserkrankungen, wie zum Beispiel insbesondere Diabetes, wahnsinnig auf dem Vormarsch sind. Die haben einen richtigen Beschleuniger durch die Corona-Krise erfahren. Und das ist natürlich für die langfristige Gesundheit unserer Gesellschaft absolut fatal. Siehst du da einen Umkehrtrend, jetzt wo die Fitnessstudios wieder aufhaben? Ich bin ja auch so in meiner Bubble drin, ne? Wenn ich zum Training gehe, dann sind da die Leute, die ich auch kenne. Viele haben auch durchtrainiert, einige nicht, die sind aber jetzt wieder am Start. Geht es wieder in die andere Richtung oder was glaubst du? Also weißt du, ich habe ja immer auch groß aufgeschrien und aufgebrüllt, weil ich das nicht ertragen konnte, was die Politik da entschieden hat. Warum? Wir haben ja jahrzehntelang den Sport, das Training, die Bewegung hochgehalten und es hat hier einen Heiligenschein. Wir haben alle gewusst, wenn ich mich mehr bewege, mehr trainiere, bleibe ich gesund, bleibe ich fit, bleibe ich leistungsfähig. Und plötzlich vor 2 Jahren kam die dunkle Wolke. Und plötzlich wurde das, was vorher gut war, weggeschlossen und zwar immer mit dem Argument, oh, Sport ist gefährlich, da kannst du dich anstecken. Und das wieder zurückzuführen, wo der Sport, gerade die Sportvereine zum Beispiel, 30% ihrer Mitglieder verloren haben, insbesondere im Kindes- und Jugendbereich. Wo ich weiß, dass viele Fitnessstudios geschlossen haben, weil sie nicht mehr an den Start kommen, weil so viele Mitglieder verschwunden sind. Und sie es auch jetzt wieder nicht geschafft haben, wieder auch zurück auf die Spur zu kommen. Also, ich erwarte von der Politik, und das sehe ich überhaupt nicht, wo du gerade gefragt hast nach der Zukunft,
Ich erwarte von der Politik eine Kampagne in Richtung, diese Bewegungsmangelpandemie, die wir aktuell wirklich forciert haben, durch die Entscheidungen der Politik, diese zurückzuführen, im Kindes- und Jugendalter, um Wachstums- und Entwicklungsprozesse zu vollziehen und zu forcieren, um im Erwachsenenalter frühzeitiges Auftreten von Krankheiten zu minimieren und vor allen Dingen im Seniorenalter Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Denn all das wird uns vor die Füße fallen, wenn wir da nicht entsprechende Kampagnen machen. Du hast ein Buch geschrieben zum Thema Homeoffice, das viele von uns jetzt gerade betrifft. Das Buch heißt Der große Homeoffice Guide. Viele von uns arbeiten nach wie vor im Homeoffice. Ist ja auch eine schöne Sache für viele Menschen, glaube ich. Beeinflusst unser Arbeitsplatz auch auf der einen Seite das Training selbst, aber auf der anderen Seite gibt es da auch Unterschiede in der gesundheitlichen Entwicklung dadurch, dass Menschen eher zu Hause arbeiten? Ja, schau mal, wir hätten drei Möglichkeiten, um uns erstmal körperlich aktiv zu betätigen. Das ist auf der Arbeit. Das ist weggefallen in den letzten Jahren, weil eben die Produktion von wirklich schweren Gegenständen eben absolut entweder mittlerweile automatisiert ist oder komplett weggebrochen ist. Wir haben ja letztendlich eine Dienstleistungsgesellschaft mit vielen sitzenden quasi Tätigkeiten. Das zweite ist der Transport. Das heißt, wir hätten immer die Möglichkeit, über Transport, über die Wege hin und zur Arbeit und von der Arbeit wieder nach Hause. Dort haben wir auch mittlerweile große Verluste natürlich erfahren, weil diese Wege weggebrochen sind. Das war die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit war eben in der Freizeit. Und all das drei haben wir in den letzten 2 Jahren fast überhaupt nicht gehabt. Und insofern war jedes Individuum auf sich alleine gestellt, ein bisschen körperlich wirklich noch tätig zu werden. Und dann eben durch diese doch eben nicht vorhandene Organisation im Homeoffice, jeder musste sich erstmal neu finden, neu organisieren, neu strukturieren, was zu einer wahnsinnigen Belastung, mentalen Überforderung bei vielen auch geführt hat, hat es eben dazu geführt, dass eben die Bewegung noch weiter an den Rand gedrückt wurde, weil sie gar keinen Platz mehr gefunden hat. Man musste sich ja völlig neu organisieren und die Fitnessstudios waren zu. Also was machte man? Man hatte kaum noch die Möglichkeit, etwas zu tun. 21% übrigens haben dann den Weg in die Apps gefunden, also in die digitale Fitness gefunden, was ich ganz schön finde. Aber eben auch doch nicht so nachhaltig, wie wir festgestellt haben. Es war am Anfang sehr euphorisch und viele Menschen haben sich auch Fitnessgeräte gekauft. Erinnere dich an Peloton, die einen wahnsinnigen Boom erlebt haben. Aber auch das war keine Nachhaltigkeit, weil es eben dann doch alleine zu Hause ausgeführt etwas anderes ist, als es eben in einer Community, in einem sozialen Kontext, einem Studio letztendlich doch ist. Heißt also ja, das Homeoffice hat komplett das Bewegungsverhalten verändert und insbesondere auch die Wertigkeit dieses Bewegungsverhaltens doch deutlich weiter an den Rand gerückt. Also ich arbeite tatsächlich seit 10 Jahren von zu Hause und habe mich da auch gut eingerichtet, aber gerade diese Veränderung war tatsächlich auch eine Umstellung und ich weiß, dass ich früher immer auf dem Weg zur Arbeit ins Fitnessstudio gefahren bin. Das lag genau auf dem Weg. So, wenn ich diese Strecke nicht habe, dann ist es ja auch eine höhere Hürde, sich einfach aufzuraffen. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Du weißt, ich viele fragen immer, was soll ich denn machen im Homeoffice? Dann sage ich, geh doch morgens zur Arbeit. Warum denn nicht? Oder geh doch abends nach Hause. Warum denn nicht? Das heißt, man kann ja diesen Weg trotzdem machen. Man redet sich das ja irgendwie schön. Nee, das ist ja Quatsch. Man kann doch sowieso morgens aus dem Hause gehen, zieht sich einen Mantel an und geht mal ein paar schnelle Schritte um den Block und kommt dann frisch wieder nach Hause an den Arbeitsplatz. Und das ist doch eine ganz einfache Maßnahme, wo man wirklich etwas tun kann. Und insofern, ja, freue ich mich, dass die Fitnessstudios endlich wieder geöffnet haben. Und wir haben ja sehr dafür gekämpft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du weißt. Wir haben ja die Expertenallianz vor einigen Jahren, haben Freunde von mir ins Leben gerufen. Es gibt jetzt ein Forschungsinstitut für Training in der Prävention, was wir auch leiten, wo es eben darum geht, eben für die Fitnessbranche Imagebilden mehr zu tun, damit endlich die Wertigkeit des Fitnesstrainings, des Muskeltrainings mehr in die Gesellschaft hineinrückt und der Blick auf dieses Training sehr bedeutsamer wird. Auch das hat letztendlich dazu geführt, dass wir bei Corona Zeit hatten, dieses Konstrukt zu schaffen und wo ich mich darüber sehr freue. Ach ja, das ist ja interessant. Nee, kannte ich noch nicht. Kannst du da noch was zu sagen? Inwiefern seid ihr da jetzt aktiv? Also das kann ich gerne machen. Also alle, die daran Interesse haben, also es gibt auch wunderbare Informationen dazu. Also es gibt die sogenannte Expertenallianz Gesundheit. Diese ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zusammengefunden hat von großen Playern aus der Branche. Die haben sich hingesetzt und haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass das Fitnesstraining einfach mal so, ohne mit denen zu reden, an den Rand gedrückt wird oder weggeschlossen wird.
Und damit wird eben ganz vielen Menschen, nämlich 10 Millionen User des Fitnessstudios, quasi deren Heimat und deren Trainingsfläche genommen, ohne die Konsequenzen daraus zu resultieren. Also haben wir uns überlegt, wie kommen wir weiter voran, um dieses doch besser zu machen. Wir machen jetzt große Kampagnen, beispielsweise immer regelmäßig zu diesem Thema: Gesundheit braucht Training. Das ist einfach so. Ohne Training werden wir immer schlechter. Das ist also eine gemeinsame Kampagne, die wir versuchen, flächendeckend über die gesamte Bundesrepublik zu verteilen, um eben die Sensibilität für die Notwendigkeit von Training in die Gesellschaft hineinzutragen. Zweitens informieren wir Politik. Wir nutzen und suchen wissenschaftlich hochkarätige Studien. Wir entwickeln auch Datenbanken genau dazu, die wir auf der Seite eben des Forschungsinstitutes auch für alle öffentlich kostenfrei präsentieren, wo wir genau die vernünftige Datenmenge eben, die die Politik manchmal ja auch braucht, um überzeugt zu werden, wie wichtig eben Training ist. Heißt also, wir machen Imagebildung für die Gesellschaft und letztendlich fürs Individuum. Und dort nutzen wir dann eben auch unsere Einrichtungen, Forschungspartner, das sind dann nämlich die Studios, mit denen wir zusammenarbeiten und neue wissenschaftliche Studien ins Leben rufen, um nämlich auch der Politik zu zeigen, solche Menschen befinden sich eben in Studios, nicht weil sie dicke Muskeln bekommen wollen, nein, weil sie gesund bleiben wollen. Und da ist das Fitnessstudio einer der wichtigsten Garanten für. Die Expertenallianz verlinken wir auch in den Shownotes. Und zum Thema Homeoffice: Das Buch ist strukturiert in verschiedene Bereiche, fängt an von der Arbeitsorganisation, geht über Ernährung, Mobilisation und dann auch Pausen. Arbeitsorganisation würde ich ganz gerne ausklammern, obwohl ich zugeben muss, dass ich da auch sehr gute Tipps rausgenommen habe. Zum Beispiel etwas, was ich aus dem Buch für mich rausgenommen habe, ist, meine täglichen Arbeitsziele ein bisschen kleiner zu machen. Das kennt der ein oder andere vielleicht auch, dass man sich was vornimmt am Tag und dann kommt irgendwas dazwischen und abends bist du unzufrieden, weil du nur einen Teil davon geschafft hast. Und der Tipp, der da gegeben wird, ist, 60% der täglichen Zeit für solche Themen zu nehmen und die andere Zeit flexibel zu nutzen. Das mache ich seitdem und es funktioniert halt sehr gut. Also danke schon mal dafür. Und das Wichtigste ist vielleicht, Marc, nochmal, und nimm dir die schwierigste Aufgabe als erste Aufgabe vor. Ja? Fang mit dem blöden Mist an, ja, weil dann hast du ihn weg. Sonst schieben wir ihn eben einfach immer. Also versuche, die schwierigste Arbeit des Tages morgens zu machen, wo du noch richtig voller Elan bist. Starte damit und auch das hilft bei der Arbeitsorganisation, weil nach hinten heraus wird es dann kreativer und leichter und luftiger. Ja, das ist Gold wert. Dann geht es auch um die Ernährung und die Bewegung natürlich. Was ist wichtig? Und klar, das gilt fürs Homeoffice, gilt natürlich auch für den Arbeitsplatz. Was sind generell Dinge, auf die wir achten können, sodass wir was für unsere Gesundheit tun und so ein bisschen diese 8,5 Stunden, die dann der durchschnittliche Mensch sitzt, irgendwie zu begrenzen, den Schaden, den wir dadurch anrichten? Also erstmal mach einen Feierabend, das ist schon mal das Erste. Mach wirklich einen Feierabend. Ja, das ist ein wunderbares Wort, ja, ne, wenn man sich das mal überlegt. Früher hat man den Abend gefeiert, das Arbeitsende, und das entgleitet uns ja heutzutage komplett. Und das sollte immer erstmal enden mit einem positiven Erlebnis. Und da habe ich ja gerade schon mal gesagt, beende quasi den Arbeitstag mit einer körperlichen Aktivität und beginne damit quasi in die Freizeit hineinzusteigen. Ganz bedeutsam. Aber vielleicht nochmal so in den Arbeitsalltag vielleicht hinein. Mach relativ regelmäßig eine körperliche Pause. Warum? Es gibt einen sogenannten Basic Rest Activity Cycle. Hat man vielleicht noch nicht da draußen so viel gehört. BREC heißt der. Und dieser BREC, der zeigt, dass physiologisch betrachtet etwa so in 70 bis 90 Minuten Fenstern der Blutdruck sinkt, die Körpertemperatur sinkt, die Herzfrequenz sich verändert und wir damit unsere Leistungsfähigkeit verlieren. Das ist immer dann, wenn man sagt, ich brauche mal ein Gummibärchen, ich brauche mal einen Kaffee. Ja, genau das ist der Zeitpunkt. Das heißt also, versuche bitte, genau diesen biologischen und physiologischen Phänomenen einfach gerecht zu werden. Mach nach etwa 70 bis 90 Minuten eine kleine Pause. Arbeite nicht durch, weil deine Produktivität lässt dann nach. Du bist dann nicht mehr so leistungsfähig und versuche es auch nicht zu überdecken eben mit einem starken Kaffee. Nein, mach Pause. Und diese Pause füllst du aktiv. Denn nach etwa 70 bis 90 Minuten inaktivem Sitzen liegt der Körper im Koma. Das heißt, die Stoffwechselprozesse sind alle nach unten gerutscht. Die Durchblutung funktioniert nicht mehr so richtig. Die ganzen Flüssigkeiten sind in die Beine verrutscht. Und dementsprechend ist sowieso unser Gehirn, unser Oberkörper nicht mehr optimal funktionierend. Das heißt also, mach eine muskuläre Pause dazwischen.
Bedeutet also, aktiviere dein Herz-Kreislauf-System. Geh vielleicht nach 60 bis 90 Minuten immer mal 4 Etagen hoch und runter, um wirklich dich hochzufahren, Atemfrequenz und Herzfrequenz. Oder mach eben ein paar Kniebeugen, mach letztendlich große Muskelgruppen, beziehe sie ein in einen Trainingsreiz und das eben 2-mal am Vormittag, 2-mal am Nachmittag. Und so hast du ganz, ganz viel physiologische Prozesse im Sinne der Aktivierung und der Erhalt der Stoffwechselfunktion erreicht. Denn das ist die wichtigste Aufgabe, um 8 Stunden oder 8,5 Stunden vernünftig zu überstehen. Und dann machst du in der Freizeit zum Feierabend dein eigentliches Training. Ja, und viele Übungen finden wir in dem Buch drin. Mir kommt gerade die Idee, für alle, die eine Klimmzugstange zu Hause haben, die könnten ja auch einfach ein paar Wiederholungen machen. Genau. Und dadurch mit der Grease the Groove Methode ihre Klimmzug Anzahl nach oben schrauben. Ja, du weißt ja, so eine Kleinvieh macht auch Mist. Das ist das Gleiche, gilt ja für die Push-Ups oder wie auch immer. Ja. Wenn man das regelmäßig macht, dann kann man seine ganze Performance natürlich auch wirklich optimieren. Oder mal immer eine Plank zwischendurch. Warum denn nicht? Ja? Es geht also um große Muskelaktivierung und das eben alle etwa spätestens 90 Minuten. Wie sieht's mit der Ernährung aus? Ja, mit der Ernährung ist ja erstmal ganz klar, die Ernährung sollte sich erst einmal in den Fokus Trinken erstmal kurz beschränken, wie das, was ich gerade so erzähle. Denn da machen wir viele Fehler. Gerade im Homeoffice. Wir haben ja dort alles auch immer im Kühlschrank, wir haben ja alles immer parat. Wir trinken eben alles, was dort vorhanden ist und häufig auch natürlich viel zu viel, entweder süße Getränke, die Limonaden oder eben auch falsche Teesorten, wobei ich immer für Tee plädieren würde, übrigens nicht für Kaffee. Warum? Weil Kaffee nur kurzfristig hochpusht und dann nach einer halben Stunde wieder verpufft ist. Lieber bei Tee, da bleibt es, der Tee, ihn wirkt nämlich deutlich weniger intensiv, aber da deutlich länger, hält zum Beispiel 3 bis 4 Stunden. Also ich würde immer zu Kräutertees wirklich raten oder eben zu einem weißen, grünen oder schwarzen Tee, die in ihrer Funktion mindestens genauso gut sind wie eben, aber auch antioxidativ sind wie der Kaffee. Zum Zweiten immer auf den Schaum verzichten, wenn man denn schon Kaffee trinken möchte, weil auch der Schaum obendrauf oder die Milch obendrauf ja auch nichts anderes ist als Ernährung. Es ist ja immer wie ein Schnitzelchen. Und vor allen Dingen bitte die ganze Mümmelei, die wir ja immer so machen, da wir zu Hause ja eben das ganze Schokolädchen alles mit dabei haben und keiner sieht es. Also bitte lasst die Mümmelei sein, wie wir in Köln immer so sagen. Also bitte macht lange, lange Esspausen. Wenn ihr schon zu Hause seid, dann bitte auch disziplinierter, denn auch dort öffnet die Kantine erst um 12 und so sollte es auch zu Hause sein, dass die Kantine und die Küche heiß geschlossen ist. Also gebt euch auch hier eine gewisse Struktur. Und wenn ihr diese Pause beibehaltet, dann könnt ihr euch mittags ein kleines Salätchen machen, macht vielleicht Meal Prep. Ja, auch das ist möglich. Dann müsst ihr nicht lange drüber nachdenken, dass ihr es vielleicht morgens direkt mitmacht oder am anderen Tage am Abend vorbereitet habt, weil Meal Prep sehr, sehr schön ist. Und das Letzte, bitte esst nicht am Arbeitsplatz. Ja, arbeiten und kauen und essen geht nicht zueinander, sondern wenn ein Mittagsmahl, dann bitte auch weg vom Tisch, weg letztendlich vom Schreibtisch, hin an den Mittagstisch oder auf den Balkon, tankt frische Luft, tankt Sonnenlicht, weil das ist Balsam für die Seele, aber weg vom Arbeitsplatz und nicht einfach nur zwischendurch. Also Esspausen und wirklich Essrituale schaffen, Esszeiten schaffen, also nicht essfreie, sondern Esszeiten schaffen, aber arbeitsfreie Zeiten, das ist sehr bedeutsam. Warum ist es wichtig, nicht am Arbeitsplatz zu essen? Ja, weil ich dann gar nicht so richtig merke, erstens, weil ich satt bin, zweitens esse ich dann nicht richtig, ich schlinge, ich kaue nicht vernünftig, weil ich eben ganz andere Prozesse plötzlich im Mittelpunkt habe, weil mein Gehirn mit anderen Dingen beschäftigt ist. Aber Essen sollte konzentriert stattfinden, sollte immer auch genussreich sein, sollte immer auch ein Erlebnis darbieten, damit ich es kontrollieren kann, damit ich eben die Menge im Blick habe, aber gleichzeitig auch die Qualität in den Mittelpunkt besser rücken kann, weil ich schmecke ja nichts vernünftig, wenn ich schon durch andere sensorische Informationen, wie über die Augen so unheimlich viel hinein bekomme, reduziere ich also meine gesamten Erlebnisse und dementsprechend verliere ich so ein bisschen Qualität und Quantität aus dem Auge, aber letztendlich ist es doch genau das, was ich brauche. Ich brauche nicht Energie, ich brauche Genuss. Jetzt gibt es ja auch für Stehtische zu Hause oder auch im Büro solche Laufbänder. Was hältst du denn davon? Ich habe das schon mal gemacht, weißt du?
Und das geht ziemlich schief. Bewegung ist das eine und Arbeiten ist das andere. Vor allen Dingen, wenn ich konzentriert arbeiten möchte, funktioniert das echt nur bedingt. Wenn ich da unten unterm Tisch so ein Fahrrad habe oder eben so ein Laufband habe und dann auf meiner Tastatur wirklich tippen muss oder wirklich sehr konzentrierte Denkarbeit leisten muss, geht das nicht gut. Warum nicht? Weil die Bewegung Gehirnkapazität kostet. Das ist zur Entstressung, ist das gut nach der Arbeit, um so ein bisschen runterzukommen, dass das Gehirn nicht mehr ausreichend Kapazität hat, um sich mit den Sorgen und Ängsten zu beschäftigen. Aber während der Arbeit brauche ich Konzentration. Und das heißt also, da findet keine Bewegung statt, insbesondere wenn ich sehr präzise agieren muss. Wenn ich allerdings, und das weiß ich, Lernprozesse zum Beispiel vollziehe, Vokabeln zum Beispiel lerne, im Spazierengehen, ist das effizienter. Das ist dann aber keine richtige Bewegung in dem Sinne, sondern es ist ein ganz bewusstes, ruhiges Walken im weitesten Sinne, nur zur Erhöhung der Stoffwechselaktivität im Gehirn, weil das Gehen übrigens erhöht die Durchblutung im Gehirn um 30% und dadurch bin ich einfach frischer und wacher. Aber Arbeitsprozesse, die bestimmte Qualitäten einfach implizieren, wenn sie nicht Lernprozesse sind, brauchen Ruhe. Nicht umsonst ist das Sitzen auch so bedeutsam. Stehen ist übrigens etwas anderes. Stehen ist schon mal eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Ja, aber Dauerstehen ist auch keine Lösung, weil auch dann versackt natürlich ganz viel Flüssigkeit in den Beinen. Und wir kennen das von vielen stehenden Berufen, wie Verkäufer oder Verkäuferinnen beispielsweise, die extrem schlechte Beinmuskulatur haben, die Venen sind total ausgeleiert, weil sie eben Dauerstehen müssen. Also wenn, dann ist immer ein Wechsel angesagt. Und eine halbe Stunde stehen ist in der Regel meistens schon relativ viel. Kann man mal ab und zu tun, kann man sich auch selber im Regal zum Beispiel bauen. Man braucht da nicht unbedingt ein Stehpult für. Man baut ein Regal leer und stellt dann seinen Laptop dort hinein. Und schon hat man ein wunderbares Stehpult oder irgendwo auf eine Kommode untergelegt mit einigen Büchern. Auch dann ist man ergonomisch vernünftig unterwegs. Also man muss dafür gar nichts kaufen. Man muss nur einfach Variation in den Arbeitsprozess quasi über unterschiedliche körperliche Positionen einfach einfügen. Also die Variation ist das Entscheidende. Das heißt, kann ich mich dann auch zwischendurch mal eine halbe Stunde mit dem Notebook aufs Sofa setzen? Ja klar, man kann auch mal rumlümmeln. Warum denn nicht? Insbesondere finde ich das auch gut, um mal auch so ein bisschen die Beine höher als die Hüfte zu legen, damit einfach der Blut- und Flüssigkeitsaustausch wieder vernünftig funktioniert. Das heißt also Variabilität der Bewegung, und dann kann ich auch schon mal rumlümmeln. Das Wichtigste ist, und das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, ist, dass eben der Stoffwechsel nicht so stark sich reduzieren darf, dass einfach viele Körperfunktionen der Versorgung, insbesondere von Zellen, nicht mehr optimal funktioniert. Heißt also wirklich Variation und immer auch unterschiedliche Muskelaktivierung, das ist hier die beste Strategie. Und die Bewegung ist dann hilfreich, wenn ich lerne oder vielleicht auch bei Telefonaten? Ja, ich kann ja wunderbar im Stehen, das ist ja gerade möglich mit Kopfhörer im Ohr, besser als jetzt war es ja noch nie. Und wenn ich dann einfach herumgehe und wenn ich weiß, es ist ein längeres Gespräch, warum gehe ich denn da nicht mal vor die Tür? Ja, und mache es eben, wenn ich nicht gerade an der Hauptstraße wohne, mache es dann einfach unterwegs und sammle dabei Bewegung. Also telefonieren, das muss man heutzutage nicht mehr aus dem Sessel machen. Welche häufigen Fehler beobachtest du? Vielleicht Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben. Am Arbeitsplatz oder am Homeoffice-Arbeitsplatz? Was sind so Klassiker? Also die Klassiker sind letztendlich erstmal eine völlig falsche Körperposition. Die meisten haben ja dann doch eben nicht so die Sensibilität dafür, wie wird der Arbeitsplatz eigentlich ergonomisch vernünftig eingerichtet. Er sollte nämlich eine gewisse ergonomische Rahmenbedingung einfach erfüllen. Das heißt, er darf nicht zu tief der Computerarbeitsplatz oder auch zu hoch stehen. Er muss einfach auch einen einigermaßen vernünftigen Stuhl haben. Und dabei ist mir wirklich ein Küchenstuhl lieber als ein Sessel. Warum? Weil einfach dieser Küchenstuhl zu mehr Bewegung anregt. Also er kann ruhig etwas härter sein und eben nicht zu bequem. Also vor allen Dingen muss, und das ist das Allerwichtigste, was ich häufig schon mal sehe, ein offener Gelenkwinkel zwischen im Hüftgelenk sein. Je offener, umso besser ist das. Warum? Das heißt also ein großer Winkel im Hüftgelenk. Warum? Weil dann der Blutfluss und der Flüssigkeitsfluss einfach in den Körperregionen von oben nach unten deutlich besser gegeben ist. Also eine gewisse Ergonomie. Das Zweite ist,
wie ich vorhin schon mal auch versucht habe anzudeuten, ist, dass man ein paar Regeln sich selber aufstellt, was das Trinken betrifft. Ich würde immer direkt eben eine Wasserflasche am Laptop oder wie am Rechner haben und immer auch, wenn das Glas leer ist, es wieder füllen. Man trinkt nämlich ein volles Glas, aber ein leeres Glas lässt man stehen. Das heißt also, einer der wichtigsten Fehler ist, mach es auch hier barrierefrei. Insofern also immer das Glas füllen und nicht erst, wenn man dann nach 2 Stunden merkt, ich habe gar nichts mehr getrunken, dann in die Küche rennt und dann sich das Glas erst füllt. Nee, das volle Glas muss immer am Rechner stehen und dann trinke ich es auch wieder leer. Ist es leer, ab in die Küche, wieder neu füllen. Und auch das ist übrigens ein Bewegungsreiz, ja, indem man nämlich immer wieder das als Aufgabe sich nimmt, volle Gläser aus der Küche mitzubringen an den Rechner. Das Dritte ist wirklich, Essen und Arbeiten komplett zu trennen. Das heißt also, die Pausen nicht zu vernachlässigen. Das bedeutet also, körperliche Pausen oder Esspausen wirklich als Pause auch durchzuführen. Nicht zu vermischen, nicht zu diffundieren. Wenn ich eine Bewegungseinheit mache, weg kurz vom Rechner. Wenn ich eine Esseinheit mache, weg vom Rechner. Um wirklich klare Signale auch für den Organismus, für den Körper quasi und für den Geist zu finden. Und jetzt das Allerletzte. Bitte achtet darauf, und das ist auch ein Tipp wirklich, der mir sehr bedeutsam ist. Schaut mal, wenn wir 10 Stunden oder 12 Stunden vor dem Rechner sitzen, dann ist es falsch, am Abend nochmal vor den Fernseher sich zu setzen, weil dann wird der Kopf nicht frei. Wir konsumieren quasi dann abends weiter das, was uns im Tagesverlauf schon so belastet hat. Bitte sucht euch doch nach getaner Arbeit, wenn ihr wisst, es war immer Computerarbeit, dann endlich mal eine Arbeit, wo ihr nicht wieder beschallt werdet mit vielen digitalen Informationen, die dann eben nicht dazu führen, dass das Gehirn reingewaschen werden kann, sondern bitte macht einfach völlig andere Dinge. Holt euch Musik. Holt euch Bewegung, nehmt euch ein Buch vor, aber bitte lasst den Fernseher am Abend aus. Das ist der größte Fehler, den die meisten machen. Sie beschweren sich alle über den großen Kontakt und die große Fläche eben mit den digitalen Medien. Also lasst den Fernsehknopf einfach aus. Ja, das sind ganz einfache Tipps und ich habe gleich mindestens 2 davon mitgenommen für mich, wo ich noch nicht optimieren kann. Danke dafür, Ingo. Ich habe tatsächlich im letzten Jahr hier an meinem Arbeitsplatz ein paar Sachen optimiert. Vielleicht bringe ich die einfach mal zur Sprache und du sagst mir, was du davon hältst. Das eine ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Ich zum Beispiel, jetzt bin ich gerade am Stehen. Ich mache die Podcasts immer im Stehen, weil ich dann ein bisschen lebhafter wirke, habe ich festgestellt. Aber ich finde es auch ganz angenehm. Meistens sitze ich tatsächlich und ich habe einen neuen Schreibtischstuhl. Und zwar, witzigerweise, der hat, also die Marke heißt Swapper. Ich kriege da kein Geld für, aber vielleicht hast du mal davon gehört. Die sind ohne Lehne, also es ist wie so ein Hocker. Und wenn man sich raufsitzt, dann geht er halt über so eine Feder, genau, Feder so, und man kann auch nicht richtig, also die Oberfläche ist nicht gerade, sondern man muss halt immer, genau, so eine Art Halbkugel, ja. Und ich fand es am Anfang ein bisschen anstrengend, und aber nach ein paar Tagen, muss ich sagen, fühlt sich sehr angenehm an. Also erstens nochmal, wir haben ja vorhin schon mal auch gesagt, Variation ist gut. Und wenn du wirklich zwischen Stehen und Sitzen wechselst, ist das echt klasse. Dafür muss ich eben, wie ich gerade schon mal beschrieben habe, nicht jemand immer unbedingt einen höhenverstellbaren Tisch kaufen oder besorgen, sondern man kann sehr eben über Regale oder über Bücher arbeiten. Aber Stehen und Sitzen abwechselnd finde ich eine gute Strategie. Vielleicht auch nochmal das kalorisch zu betrachten. Wenn wir in einer Stunde sitzen, etwa 1 Gramm Fett verbrennen, verbrennen wir in einer Stunde stehen etwa 3 Gramm. Das ist auch nicht viel, aber da erkennt man schon, dass eine erhöhte Aktivierung der mehr Muskelmasse integriert in die körperliche Aktivität einfach zu einer erhöhten Stoffwechselaktivität führt. Nun zu dem Stuhl. Es gibt verschiedene Varianten. Ich kenne den Swapper. Es gibt übrigens einen sogenannten Stitz, auch ein wunderbarer Stuhl, ich habe da auch keine Hausnummer drin, von der Firma Wilkan, ein Stehsitz, so heißt der Stitz. Der hat eben noch eine Halbkugel unterhalb des Fußes sozusagen, sodass der immer eine gewisse Bewegung nach rechts und links eben ermöglicht. Hier vielleicht auch nochmal Tipp, ja, auch unterschiedliche Sitzhöhen sind ganz schön, um eben auch unterschiedliche Muskelmassen zu aktivieren, um Blutfluss und Stoffwechselfluss zu ermöglichen. Und da ist das Stehsitzen eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Also variiert so viel wie möglich. Und wenn ihr in einen Stuhl investiert, nehmt vielleicht
erstmal den Küchenstuhl, hart, aber doch sehr, sehr bequem auf die Dauer. Und zum Zweiten, bitte kauft keinen Stuhl mit 35 Hebeln, wo man alles einstellen kann. Diese 35 Hebel, das kann man sich vorstellen bei einem Autositz, die ich auch für völlig falsch übrigens erachte, weil wenn man so mal jetzt mal so eine 6-Stunden-Fahrt zum Beispiel in den Urlaub sieht, man sitzt ja wie einem Korsett. Ja, nichts anderes macht man. Man ist ja festgezurrt und festgeschnallt, bewegungsunfähig. Das brauchen Formel-1-Fahrer. Aber wir brauchen das nicht. Wir brauchen viel Bewegung auch im Sitzen. Und dementsprechend sollte der Stuhl eben nicht uns einfärchen in bestimmte Eckpunkte, sondern er sollte Bewegungsfreiheit ermöglichen. Und genau das machen eben die Swappers und Co. Ich erinnere mich noch, als wir das letzte Mal sprachen, Ingo, hattest du über Studien, die du mit E-Sports-Sportlern durchgeführt hast. Die sitzen ja im Prinzip auch die ganze Zeit, muss ich eben gerade dran denken, im Vergleich zum Formel-1-Fahrer. Wie lösen die das mit ihrem Sitzmöbel? Also die haben natürlich auch sehr, sehr gute Sitzmöbel mittlerweile. Da gibt es ja Stuhlhersteller, die da sehr, sehr intensiv unterwegs sind. Aber die E-Sportler haben ja zum Glück die Sensibilität, gerade die Profis, nicht die normalen Daddler und Gamer, die können das noch. Die machen es leider nicht. Die zu Hause dann einfach rumdaddeln. Die lösen es nicht richtig. Aber der richtige wettkampforientierte Sportler im E-Sport-Bereich, der wechselt nach etwa 20 bis 30 Minuten, geht er aus dem Stuhl wieder heraus. Aktiviert sein System. Er muss allerdings, das kann man ja sich direkt vorstellen. Wenn er mit der Maus und Tastatur arbeitet, ist Fixation wie in einem Formel-1-Stuhl wichtig. Warum? Damit Arme ohne große Belastung des Rückens, des Rumpfes insgesamt frei arbeiten können, quasi entlastet werden, filigran und schnell agieren können. Dafür ist eben diese, wie beim Formel-1-Fahrer, wichtige Position quasi des Korsetts sehr bedeutsam. Aber da muss er raus. Auch diese Situation, einfach um wieder Frische für den Geist zu bekommen. Genau das machen die E-Sportler sehr, sehr gut. Immer ein Wechsel von Körperlichkeit und letztendlich von körperlicher Ruhe. Gut, dann gehe ich ganz gern zum zweiten Themenbereich über. Und auch da bin ich drauf gekommen über ein, finde ich, wahnsinnig gutes Buch, das du geschrieben hast mit dem Titel Leistung messen und steigern. Mir ist kein anderes Buch dazu bekannt. Da geht es also darum, ja, wie kann ich überhaupt feststellen, wie leistungsfähig ich gerade bin in meiner Sportart und wie kann ich nachmessen, dass ich auch besser werde, also dass mein Training wirklich funktioniert. Und ich bin ja ein absoluter Fan vom Messen, das wissen auch alle, die hier zuhören. Ich tracke viele Dinge und mir bringt es auch Spaß, bin wahrscheinlich nicht ohne Grund Ingenieur geworden. Und die Frage, und so fängt das Buch auch an, ist, was ist denn eigentlich Leistung? Und vielleicht können wir damit einmal kurz anfangen. Was ist Leistung und wo liegt der Unterschied zur Leistungsfähigkeit? Das ist relativ klar gesagt. Leistung ist das, was du was du produzierst. Das heißt, das, was aus dem Körper herauskommt. Und die Leistungsfähigkeit ist das, was du tust, um diese Leistung zu entwickeln. Das heißt also, die Leistung ist quasi das Produkt, was du quasi messbar machst, was du als Output aus der Leistungsfähigkeit heraus schaffst. Übertragen heißt das also, dass wenn du eine gewisse Wattleistung auf dem Fahrradergometer machst, brauchst du eine gewisse Leistungsfähigkeit, dass du diese Leistung überhaupt erbringen kannst. Die Leistung ist quasi nur Momentaufnahme, aber die Leistungsfähigkeit ist quasi das Potenzial, mein aktueller Trainingsstand. Ja, so kannst du es beschreiben. Das heißt also, Leistung ist letztendlich das, was du messbar als Output erbracht hast, die Messgröße, die aktuell eben dich definiert in dem, was du kannst. Nimm mal so etwas wie 3,5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht auf dem Fahrradergometer beispielsweise. Ja, da kann man das sehr, sehr schön betrachten. Und die Leistungsfähigkeit ist das, wo du auch wunderbar dran arbeiten kannst, positiv oder negativ, die du weiterentwickeln kannst, um dann die Leistung ihrem Output einfach zu verändern. Ja, was dazu zählt zu dieser Leistungsfähigkeit, woran ja viele vielleicht jetzt gerade denken, die Krafttraining machen oder die einen Ausdauersport betreiben, ist halt, ja, wie viel Gewicht schaffe ich oder wie schnell kann ich laufen oder wie ist meine VO2 Max zum Beispiel bei, also die maximale Sauerstoffaufnahme, genau. Ja, aber es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die auch die sportliche Leistungsfähigkeit beeinflussen, die häufig vergessen werden. Wollen wir da vielleicht nochmal kurz eingehen? Gibt es da so Klassiker, die dir da einfallen?
Ja, ich habe ein paar wirklich absolute Spitzensportler auch eine Zeit lang ja auch begleitet. Auch wirklich weltbekannte Menschen. Und das, was alle ausgezeichnet hat, ist neben der normalen, grundsätzlichen physischen Stärke, die alle mitbringen müssen, um Weltklasse-Athlet zu werden, ist die mentale Stärke. Und das wird ja in der Regel völlig vergessen. Das heißt, du wirst wirklich nur ein richtig guter, wenn du mental stark bist. Zum richtigen Zeitpunkt, unter Drucksituationen, in der richtigen Qualität zu antworten, das ist das. Und insbesondere auch Resilienz. Wieder aufstehen, auch das macht die starken Spitzensportler aus. Wieder aufzustehen, und auch das ist Leistungsfähigkeit. Fertig zu werden mit Niederlagen, daran zu wachsen, stärker zu werden und noch mehr Wille daraus zu generieren. Motivation. Ganz wichtiger Grund dafür, der Leistungsfähigkeit beschreibt. Wille heißt das. Wille und Motivation, Disziplin. Natürlich auf dem Weg zur Leistungsfähigkeit. Eine ganz wichtige Größe, denn ohne Disziplin geht es auch nicht. Noch hier weiß man genau, letztendlich ist das entscheidend, wie weit komme ich. Und natürlich auch wirklich, das ist ganz entscheidend, nehmen wir mal das ganze Thema wirklich des Durchkämpfens, also auch Kampfesbereitschaft und wirklich Ermüdungswiderstandsfähigkeit gegen Belastung. Ja? Man muss, das weiß ich, nehmen wir so einen Eishockeyspieler, ja, der lacht über einen 20 Millimol Laktatwert, da lacht er sich kaputt drüber, ja? weil er einfach in der Lage ist, das gelernt zu haben und das zu bearbeiten. Der hat eine ganz andere Toleranz, mit bestimmten körperlichen Reaktionen und physiologischen Mechanismen umzugehen. Auch das ist letztendlich ein Lernprozess, der aus dem Körper heraus resultiert. Das heißt also, Belastungsfähigkeit zu erarbeiten, die trotz möglicherweise bestimmter physiologischer Merkmale, die für einen Laien schon lange zu einem Abbruch führen würden, im Sinne der Ermüdung, ist für einen Spitzensportler auf dem Niveau noch lange kein Abbruchkriterium, ganz im Gegenteil sogar, das lässt ihn häufig wachsen. Ist das ein mentales, ein psychisches Thema dann? Ja, auch. Es ist sowohl ein psychisches Thema als natürlich auch ein Bearbeitungsthema. Gebt mal ein Beispiel. Nehmen wir mal diese 20 Millimol Laktat, die ich gerade gesagt habe. Da würde der Laie schon komplett dran scheitern, ja? Weil der Muskel dann so blau ist, wie es eben geht. Aber der Spitzensportler, der hat neben der mentalen Stärke auch eben die Fähigkeit einer extrem hohen Abbaurate von Ermüdungsrückständen. Das bedeutet also, dass also gerade die Regenerationsfähigkeit, die Leistung nur bedingt charakterisiert, aber ein klassisches Merkmal ist auch eines guten Leistungssportlers. Der nämlich bleibt noch mal kurz beim Eishockey, der ihn einfach in die Lage versetzt, in den 2 Minuten Pause wieder auf den normalen Leistungszustand zurückzukommen. Und wieder bei Null anzufangen und wieder 100% Leistung erbringen zu können, weil alles das, was Ermüdungsrückständen vorher vorhanden war, schon wieder weg ist. Das heißt also, der beschleunigte Umgang mit Ermüdungsreaktionen ist ein klassisches Phänomen auch, was Spitzensportler total ausmacht. Ja, das kennen wir ja auch mal eben kurz vielleicht bei Radrennen. Mal eben kurz wegnehmen, 5 Schritte durch oder 5 Pedalumdrehungen durchatmen und schon ist man wieder der Alte. Und das ist eben auch eine Kunst, auch aus vielen Spielsportarten, was ja auch herausragende Sportler, Spieler insbesondere beherrschen. Nach einer anstrengenden Situation kurz sich zurücknehmen, Regeneration zulassen und dann sofort wieder auf 100% zurückkommen. Auch das ist eine sehr gute Kompetenz, die höchste Leistungsfähigkeit erfordert und die Weltklasse-Athleten haben. Ja, und in dem Buch beschreibst du für all diese Kriterien auch, wie man das Ganze messen kann, bewertest diese Messmethoden und auch einige davon kann man auch als Amateursportler für sich wunderbar nutzen. Das muss nicht alles mit Leistungsdiagnostik im Labor ablaufen. Du hattest eben die mentale Stärke erwähnt. Da frage ich mich natürlich, kann man das auch messen? Ja. Also erstmal kann man grundsätzlich erstmal Nervosität und Aufregung bestimmen, die man natürlich ein bisschen braucht, also Vorstartzustand, ja, eine ganz wichtige Komponente. Und insofern ist es erst einmal eine wichtige Größe, die man bestimmen kann, auch über bestimmte physiologische Parameter. Habe ich eine erhöhte Atemfrequenz vor dem Start beispielsweise? Habe ich eine erhöhte Herzfrequenz vor dem Start? Kann das ein gutes Zeichen sein, wenn es einem bestimmten Rahmen läuft? Aber wir wissen, vor einer Prüfung, wo wir sehr aufgeregt sind, da läuft das schon mal aus dem Ruder. Und ich erbringe die Leistung nicht, weil eben ich unkonzentrierter bin, weil die Ressourcen, die ich jetzt benötigen würde, nicht zur Verfügung stehen. Das heißt also, bestimmte emotionale Reaktionen zeigen sich auch in physiologischen Parametern wie Atemfrequenz und Herzfrequenz.
Erstens. Und das Zweite ist natürlich, dass ich immer subjektive Belastbarkeit abschätzen muss. Das hängt ganz viel mit Wohlbefinden zusammen, mit Zuversicht und vor allem auch mit Optimismus. Das zeichnet letztendlich mentale Stärke aus. Habe ich eine Gewissheit, meine Leistung erbringen zu können? Habe ich eine Vertrautheit? Habe ich eine Zufriedenheit? Habe ich eine Verlässlichkeit? Bin ich wirklich zielgenau, auf den Punkt genau mit dem zufrieden, wo ich heute und wie ich heute hier stehe? Und das macht man in der Regel subjektiv. Und auch die Subjektivität, wissen wir, macht letztendlich das Zünglein an der Waage aus. Wie viel Vertrauen habe ich in mir? Und wenn wir uns mal überlegen, wie ist Usain Bolt immer aufgetreten? Er hat ja seine mentale Stärke nach außen gezeigt. Ob es nach innen hin wirklich so war, weiß niemand. Aber die Show, die er da geboten hat, war ja letztendlich nur ein auf die Brust trommeln, um zu sagen, schaut mal hier, ich bin der Gorilla heute hier im Ring und ich werde euch zeigen. Und das ist ein Bild, was man hier wirklich, was er abgegeben hat, was die anderen nur eben als Einschüchterung in der Regel wahrgenommen haben. Du erwähnst auch in dem Kontext so einen subjektiven Fragebogen. Ich habe den tatsächlich mal gemacht. Also es ist so ein psychologisches Modell, sage ich jetzt mal einfach, wo man Fragebogen, ich verlinke das auch gerne nochmal in den Shownotes, findet man auch bei dir im Buch, wo jeder einfach mal diesen Test machen kann und dann bekommt er eine Auswertung über seine mentale Stärke. Ja, vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig. Mentale Stärke ist ja immer etwas Subjektives. Und auch die kann man verändern ja übrigens. Auch man kann es auch lernen, ja, mental stärker zu werden. Ich kenne wirklich viele Sportler, die am Anfang ein ganz nervöses Hemd waren und mittlerweile völlig souverän in die Arena hineingehen. Ja? Und auch, wie gesagt, eben Wissen, über ihr Wissen, dass sie eben so stark sind, auch schneller wieder zurückkommen, aufstehen, wie wir vorhin bei der Resilienz gesagt haben. Das kann man lernen. Und nicht umsonst haben wir ja in vielen Profiteams eben genau diese Psychologen, die die mentale Stärke geben, gerade nach Niederlagen wieder aufzukommen und vor allen Dingen auch nach Siegen nicht überproportional positiv zu reagieren. Bodenhaftung muss man schon behalten, denn im Sport gibt es immer einen, der besser ist. Wie trainiert man sowas? Ja, indem man wirklich Menschen auch wirklich zeigt und auch mit Bildern auch darüber spricht. Erstmal, welche Arbeit hat dahinter gesteckt? Lass einfach nicht nach. Du musst dich immer darauf besinnen. Was hast du dafür gebracht? Und viele, die ruhen sich ja dann gerne in ihrem Erfolg aus. Und das ist schon der erste Fehler, um Bodenhaftung zu verlieren. Und das heißt, wenn man einfach eine Rückbesinnung betreibt, was hast du für einen Aufwand betrieben? Was hat es dich gekostet? Dann weißt du, welches Engagement du auch in der Zukunft aufbringen musst, um deinen Titel zu verteidigen. Was eben noch schwerer ist, einen Titel erstmalig zu gewinnen. Und wenn man das einmal verstanden hat, und genau da arbeiten die Psychologen dran, also mit dem Blick nach vorne, auf der Erfahrung der Vergangenheit eben neue Ziele zu definieren, neue Schritte zu definieren. Und auch das muss der Sportler lernen, dass eben man neue Ziele definieren muss, um gemeinsam und auch einem Weltmeister ein neues Ziel zu geben der Verteidigung. Um mal etwas zu beschreiben, ich habe mal einen wirklich sehr weltberühmten Boxer betreut. Und dessen Problem war, und es geht ja immer um Titelverteidigung, ne? Und allein das ist ein ganz blöder Begriff, weil sie kämpfen nicht um einen Sieg, sondern sie kämpfen nur um die Verteidigung. Und da besteht die Gefahr, dass man eben durch die Verteidigung seine Angriffsziele verliert, nämlich einen Titel zu gewinnen, ist etwas anderes, als einen Titel nur zu verteidigen, sich auszuruhen in der Position, in der man sich gerade befindet. Und das ist die Gefahr, wo man wirklich Spitzensportler immer mit dauerhaft betreuen muss, die Sensibilität zu bekommen, als wenn du jedes Mal wieder den Titel neu gewinnen würdest oder müsstest. So musst du in den Ring steigen und eben nicht nur verteidigen, denn das hat immer die Konsequenz, dass du nur mit 80% oder 85% deiner Kraft arbeitest und das ist hochgefährlich. Heißt also immer neu starten, immer neue Ziele definieren und. Das ist das, was die Aufgabe des Psychologen in der Arbeit und der mentalen Stärke letztendlich bedeutet. Wenn wir jetzt kommen zum Breitensportler oder auch, ja, wir haben eben über die Corona-Funde gesprochen, also diejenigen, die sich jetzt wieder aufraffen. Vielleicht hört auch der ein oder andere die ein oder andere zu und sagt, okay, ich habe es verstanden, Ingo, ich raff mich jetzt wieder auf, ich gehe wieder ins Fitnessstudio. Was können wir Breitensportler lernen von den Leistungssportlern, um vielleicht auch einen Teil dieser Resilienz, wieder dieses Aufzustehen, nicht aufgeben und jetzt wieder anfangen mitzunehmen? Also das allererste und wichtigste ist, kleine Ziele setzen.
kleine Ziele setzen, die zu einem relativ schnellen positiven Erlebnis führen. Hat der Leistungssportler das Ziel vielleicht der Olympischen Spiele, der Teilnahme an den Olympischen Spielen in 4 Jahren? Ist vielleicht das Ziel des Breitensportlers der 10 Kilometer Brückenlauf in Köln? Und insofern wird es vielleicht irgendwann mal zum Marathon kommen, vielleicht auch irgendwann mal zu Olympischen Spielen kommen. Aber es sollten kleine, erreichbare Ziele sein. Und wenn ich jetzt nochmal auf das Breitensportlerniveau vielleicht zurückgehe, dort ist es umso wichtiger, eben Motivation zu erhalten, die der Spitzensportler natürlich hat, weil es ist sein Beruf häufig. Der Breitensportler aber, der zwängt das irgendwo in seinen Terminkalender hinein. Umso wichtiger ist es also quasi kleine Ziele zu setzen, die innerhalb von 6 bis 8 Wochen erreichbar sind. Warum? Normalerweise hat man nach 6 bis 8 Wochen immer ein Motivationstief. Und wenn man dann sagt, okay, ich erreiche das Ziel nach 6 Wochen, ich schaffe 3 Kilometer Lauf, ich habe 3-mal in der Woche wirklich durchgehalten zu trainieren, ich habe 2 Kilo abgenommen, auch das ist ja ein kleines Ziel, nicht 20, nein, 2. Und das nach 6 Wochen zu erreichen, ist es wert, mich zu belohnen. Und diese Belohnung findet nach 6 bis 8 Wochen statt, wenn ich es denn erreicht habe. Dann das nächste Ziel, also quasi wie so ein Etappenhase, mich von Ziel zu Ziel voranzutreiben. Das ist das, was wir vom Leistungssportler lernen können, der irgendwann sich auch entwickelt hat. Über die Kreismeisterschaft zur regionalen Meisterschaft hin, zur Landesmeisterschaft hin, zur Europameisterschaft hin, zur Weltmeisterschaft, zu Olympischen Spielen. Genau so ist es sukzessiv gelaufen. Die sind auch nicht direkt bei den Olympischen Spielen gelandet. Und diese Etappen, die sollten wir alle übernehmen, auch als Breitensportler. Die verschaffen uns Erlebnisse, positive Stimulation, wenn man denn mal Kreismeister geworden ist, im klassischen Sinne für sich selber. Und das ist dann Motivation für die nächste Meisterschaft. Also das Buch ist sehr umfangreich, deswegen wir können nicht auf alle Themen hier eingehen. Das wäre wahrscheinlich ein 5-Stunden-Podcast. Jeder, der sich interessiert für das Thema, die eigene Leistungsfähigkeit zu messen und auch zu steigern und mal zu gucken, okay, wie kann ich das feststellen, dem kann ich das nur ans Herz legen. Da geht es auch um so Themen wie zum Beispiel Flexibilität, Schnelligkeit, mentale Stärke haben wir eben ein bisschen angesprochen, Koordination, aber auch andere Faktoren wie Veranlagung, Gesundheit und so weiter. Ein Thema, das du auch in dem Buch behandelst, würde ich trotzdem gerne nochmal ansprechen, und zwar das ist das Thema Wearables. Wir haben da ja auch eine dramatische Veränderung, gerade wenn wir die letzten 10 Jahre uns anschauen. Ich sehe immer mehr Leute mit einer Apple Watch. Garmin ist einer der großen Hersteller, den sicher auch viele, die zuhören, am Handgelenk haben, Polar, Fitbit und so weiter. Die erfassen ja auch, indem man sie einfach nur trägt, ganz viele Daten inzwischen. Also so Dinge wie Schritte, aber auch Kalorienmessung und so weiter, Schlafqualität. Was hältst du generell von solchen Wearables? Also, das ist, man muss das etwas natürlich vielfältiger betrachten. Also erstmal freue ich mich, dass die Menschen dadurch sensibler werden, wie es um sie selber steht. Sie bekommen also quasi eine Eichung, eine gewisse Orientierung. Die meisten Menschen wissen nicht, wie viele Schritte gehe ich überhaupt. Und das bekommt man mal als Information und das hilft mir vielleicht, mich selber einzuschätzen. Mittlerweile, und das macht mich wieder auf der anderen Seite ein bisschen sorgenvoll, werden dort allerdings Daten an Laien weitergegeben, deren Interpretation die gar nicht haben oder die Interpretationskompetenz sie gar nicht besitzen. Nehmen wir mal das Beispiel, wenn Apple damit wirbt, Sauerstoffsättigung zu messen. Ja und? What? Warum? Das weiß doch kein Mensch da draußen, wie man das überhaupt interpretieren kann. Und was heißt das jetzt? Habe ich 98% oder 97% Sauerstoffsättigung? Ist das jetzt schlecht oder gut? Noch gefährlicher finde ich, wenn man sagt, okay, wir machen EKG-genaue Überprüfungen. Auch das ist ja ein großes Problem. Viele Menschen sind ja schon überfordert, ihre Herzfrequenz richtig zu interpretieren. Und dann soll ein EKG dort für einen Laien eine Informationsquelle darbieten? Nein. Also, ich halte erstmal diese Geräte aktuell für eine maximale Überforderung der Menschen, weil sie zu viel möglich machen. Sie machen es aber auch nur deswegen möglich, weil es messbar ist. Nicht, weil die Dinge Sinn machen, sondern nur, und das versucht man uns natürlich schmackhaft zu machen, werden bestimmte Messgrößen nach vorne getragen, weil sie eine gewisse Messbarkeit aufgrund der aktuellen Technologie erlauben. Aber Sinn macht es nicht, vor allen Dingen dann nicht, wenn ich nicht gleichzeitig eine Kompetenzvermittlung quasi mit verkaufe und dementsprechend dort auch eine Schulung betreibe. Umso gravierender finde ich eigentlich, wo gehen meine EKG-Daten eigentlich hin? Die möchte ich nicht loswerden und das halte ich für, wir geben also so viel Inneres preis, ohne dass wir es wirklich nutzen.
Also Leute, bitte seid vorsichtig, was ihr dort an Daten abgebt. Ganz wenige Daten, die ihr versteht, die solltet ihr nutzen und auch diese solltet ihr wirklich nur verteilen oder weitergeben. Ich würde mir ganz anders etwas wünschen hier bei uns in Europa oder in Deutschland. Ich würde mir eine treuhänderische Verwaltung wünschen von diesen Daten. Und wo ich dann möglicherweise, auch wenn es kostenpflichtig sein sollte, eine Information bekomme, wo ich anrufen kann, hör mal, ich habe folgendes Problem oder folgende Information, gib mir doch bitte mal eine Aussage individuell zu meinen Daten. Wir wissen doch gar nicht, wie sie heute interpretiert werden. Wir bekommen zwar eine algorithmische Interpretation meiner Daten in gewissen Rahmenbedingungen, aber ob sie wirklich auf mich zutrifft, das wissen wir gar nicht. Also, es ist Fluch und Segen. Anfänger finde ich gut. Die gruben sich damit ein wenig ein. Fortgeschrittene Könner brauchen diese Daten, um Training zu planen. Alle anderen dazwischen brauchen diese Dinger nicht. Da ist es ein Modeaccessoire. Was wären so grundsätzliche Messdaten, die du für sinnvoll hältst für einen Breitensportler? Das kann ich dir sagen. Also das, was du gerade gesagt hast, eben mit Schritten, das kann jeder nachvollziehen. Und ich glaube, mittlerweile hat jeder verstanden, dass die Herzfrequenz eine wichtige Steuergröße ist für das Training. Und damit reicht es auch schon aus. Die Wearables liefern ja auch immer Kalorienmengen, ne? Wie viel Kalorien habe ich am Tag verbraucht? Ich sehe das auch immer, ich habe eine Apple Watch seit Jahren und ich kriege da immer, wenn ich eine halbe Stunde, auch beim Krafttraining, wenn ich laufen gehe, habe ich so und so viele Kalorien verbrannt. Wie genau sind diese Angaben? Ja, Käse, die sind schlecht. Ja, also muss man ganz klar, sind schlecht einfach. Weil du siehst ja einem Auto nicht an, wie viel Sprit es verbraucht. Ja, weil der Motor ist unterschiedlich, die PS-Zahl ist eine unterschiedliche, nur weil du das Chassis betrachtest. Aber so machen, so agieren die gerade natürlich, diese Rechner. Es ist eine ganz grobe mathematische Annäherung und ich sage euch, die liegen bis zu 30% daneben und dann kann man es sich auch gleich sparen. Wie funktioniert eine genaue Kalorienmessung, Kalorienverbrauchsmessung? Ja, das ist natürlich, das ist fast gar nicht möglich, das nicht in einer Laborsituation zu machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt den Golden Standard, in dem du quasi in eine Kapsel hineingehst, wo dann quasi deine Sauerstoffaufnahme, dein Sauerstoffverbrauch quasi registriert wird bei ganz konstanter Temperatur und. Aber das ist sehr aufwendig, dauert auch eine ganze Zeit. Also das ist eine Kalorienmessung im klassischen Sinne, die eben nur in ganz verschiedenen, ganz wenigen apparativen Situationen in Deutschland überhaupt realisiert werden kann. Es gibt ja diese statistischen Formeln wie Mifflin St. George oder so, die sind wahrscheinlich genauer als die Tracker, oder? Ja, muss ich so sagen. Das heißt, diese mathematischen Annäherungen, das sind ja die uralten Formeln der Grundumsatzbestimmung, Berechnung und damit den PAL-Wert möglicherweise noch ergänzt. Also die sind mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, wie du gerade richtigerweise gesagt hast. Die reichen in der Regel aus. Da trägt man eben seine Daten in die Formel ein, berechnet es und dann hat man so eine grobe Orientierung, wie überhaupt dieser gesamte Wahn der Kalorienverbrennung und der Kalorienverbrauchs ja überhaupt keine Bedeutung spielt. Ja, man muss das ja wirklich sagen, da werden die Menschen ja über eine Falschinformation, weil es so einfach scheint, in eine bestimmte Richtung gerückt. Aber letztendlich ist es ja gar nicht der Kalorienverbrauch, der im Sport entscheidend ist, sondern das ganz Entscheidende ist bei der körperlichen Aktivität, dass der Körper sich verändert durch das körperliche Training und nicht akut während der körperlichen Aktivität Kalorien verbrennt. Das kann man doch vernachlässigen. Ob ich beim Joggen da 550 oder 580 Kilokalorien verbrenne? Ja, und? Was soll das denn? Muss ich nicht wissen. Lass uns auf die Veränderung nochmal eingehen. Vielleicht auch im Kontext der Alterung. Und da kommen wir kommen gleich nochmal auf das Thema Stoffwechsel zu sprechen. Was sind denn Leistungsfaktoren, die sich mit dem Alter verändern? Also das Allerwichtigste, das kann man ganz klar sagen, was sich verändert, ist der Verlust der Muskelmasse. Das ist das größte Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben. Und ich verstehe nicht, warum viele Medizinorganisationen noch keine Messinstrumentarien gefunden haben, die vernünftig Muskelmasse im ärztlichen Alltag bestimmt. Warum ist mir das so wichtig? Weil die aktive Muskelmasse, ist die Trockenmasse hier, ist letztendlich die aktive Zelle, unsere aktive Zellmasse. Dort wird Energie produziert, umgesetzt, dort wird repariert, restauriert. Aus diesen Zellen heraus reguliert sich quasi unser gesamtes System, unsere gesamte Biologie. Und wenn ich dieses verliere, und das ist eben das, was im Alter passiert, dann verschiebe ich quasi das Verhältnis zwischen den zwei großen endokrinen Organen, Muskelmasse und Fettmasse, also passive Zellmasse.
Und wenn dann die Fettmasse zu dominant wird, verändern sich bestimmte hormonelle Prozesse im Körper. Denn auch das Fett ist ja ein endokrines Organ. Es schüttet also bestimmte Dinge aus, wie zum Beispiel im Bereich der Östrogene. Sehr, sehr aktiv die Fettmasse insgesamt ist. Und das verändert eben den Körper. Viele nennen das Wechseljahre, viele nennen das eben altersbedingte Veränderungen, aber der Verlust der Muskelmasse ist hier der Ausgangspunkt. Und wenn wir da nicht hinblicken, dann machen wir einen großen Fehler in der Zukunft. Das heißt, im Umkehrschluss, wer ja seine Muskeln schützt, wer sie trainiert, wer sie auch im fortgeschrittenen Alter noch aufbaut, der hält im gewissen Sinne auch die Alterung auf, oder? Ja, so kann man das genauso sagen, wirklich. Genau deswegen haben wir ja unser Fit-Institut ja auch gegründet. Muskelmasse erhält Gesundheit. Muskelmasse erhält Lebensqualität. Erstens mal ist es das größte Stoffwechselorgan. Es frisst den Zucker weg, es frisst das Fett weg und es durchblutet all unsere Organe und schüttet vor allen Dingen auch noch sogenannte Myokine aus. Enzymähnliche Botenstoffe, die aus der aktiven Muskulatur heraus resultieren und dann bestimmte Prozesse im Körper stimulieren, die Leber fördert, das Herz fördert, die Lunge aktiviert und. Also, erst ist es einmal durch die aktive Muskelmasse entsteht auch ein Trainingsreiz auf alle inneren Organe, auf unsere Blutgefäße. Deswegen bleiben wir gesund. Und im Alter letztendlich vermeidet es eben nicht nur Krankheiten, sondern es erhält Selbstständigkeit. Und vermeidet damit Pflegebedürftigkeit. Denn wer sonst lässt Tasche tragen, Freunde besuchen, Treppe gehen, Reisen machen, das machen nur Muskeln, niemand anders. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon im nächsten Themenbereich. Und zwar geht es da um das Thema Stoffwechsel. Dein jüngstes Buch ist auch dieses Jahr 2022 rausgekommen, der Stoffwechsel-Kompass, sogar Spiegel-Bestseller. Und zwar geht es da auch um die Veränderung des Stoffwechsels in der zweiten Lebenshälfte. Vielleicht fangen wir erstmal beim Begriff an. Was ist denn eigentlich der Stoffwechsel? Siehst du, genau deswegen habe ich das Buch geschrieben. Und ich bin mir sicher, dass 99% der Bevölkerung nicht wissen, was das ist. Die denken immer nur ans Endprodukt, was morgens ins Porzellan fällt. Das ist es aber nicht. Ja? Stoffwechsel ist deutlich mehr. Stoffwechsel ist letztendlich unser Versorgungs- und Entsorgungssystem unseres Körpers. Es sorgt dafür, dass wir 36,6 Grad Körpertemperatur haben. Muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Das macht der Stoffwechsel. Der wirft also jeden Tag die Heizung an, rund um die Uhr. Und wir können uns vorstellen, was bedeuten würde, wenn wir unsere Wohnung eben auf 36,6 Grad hochheizen müssen. Daran sieht man, welche Arbeit der Stoffwechsel leistet. Er sorgt für die Durchblutung. Er sorgt dafür, dass das Herz schlägt, dass die Leber arbeitet, dass die Lymphe fließt, dass neu aufgebaut wird, dass umgebaut wird, abgebaut wird, restauriert wird, repariert wird, entgiftet wird, die Müllentsorgung. All das macht der Stoffwechsel. Das heißt, er vernetzt die Zellen, indem er beispielsweise Stoffe in die Zelle transportiert und er hilft der Zelle wieder, den Müll loszuwerden und entsorgt damit. Dieser gesamte Kreislauf, das macht Stoffwechsel. Stoffe wechseln von einem Milieu ins andere, unser komplexestes System überhaupt, was wir haben. Wir hatten eben schon drüber gesprochen, ja, was sich im Alter häufig ändert. Also Muskeln verschwinden, wenn ich sie nicht trainiere. Wenn ich sie trainiere, dann können sie auch wachsen. Dann kann sich das Ganze auch umdrehen. Viele setzen mit dem Alter Fett an. Gibt es denn sonst Faktoren, die noch relevant sind, vielleicht gerade für die Frauen, die Wechseljahre? Was weiß man da und was tut man da? Oder Frau? Also vielleicht nochmal, ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet, Verlust der Muskelmasse. Und leider haben eben auch viele Frauen in den Wechseljahren echt große Probleme damit, mit dem Stoffwechsel. Viele beschreiben das als Wechseljahre und bekommen dann irgendwelche Hormone, möglicherweise substituiert, die aber gar nicht die Ursache sind. Ja? Sondern letztendlich ist die Schilddrüse irgendwann, wenn sie vielleicht mal aus dem Ruder läuft, vielleicht nur das Ergebnis, dass sie schwächelt, eines zu schlecht laufenden Stoffwechsels. Die Schilddrüse ist ja nur ein Organ und nichts anderes. Es reagiert ja auf bestimmte Informationen und Prozesse. Also insofern haben wir gerade in der Behandlung vieler möglicherweise Veränderungen ab dem 50. Lebensjahr noch keine vernünftigen Ansätze bisher, weil man eben in die falsche Richtung blickt. Und vor allen Dingen auch, muss man ja auch sagen, der typisch deutsche Mann, dünne Beine, dicker Bauch, ist ja klassisch, der hat schon die weiße Fahne gehisst, weil er natürlich viel, viel Fettmasse hat und eben Muskelmasse verlodert. Auch hier funktioniert der Stoffwechsel nicht mehr. Und auch bei vielen schlanken Frauen wissen wir, dass sie auch viel zu viel Fettmasse haben können, also insbesondere im Bereich des Viszeralen, des Bauchfettes eben eine völlige Überproportionalität haben. Und dann haben sie wahnsinnig dünne Beinchen und Ärmchen, abgehungert. Und daraus resultiert dann eben auch ein deutlich langsamer Stoffwechsel
der eben auch nicht mehr aus dem tiefen Keller kommt. Wir brauchen eben eine gewisse Anzahl aktiver Zellen und insbesondere aktive Zellen in dem Sinne, auch dass wir Ausdauertraining betreiben sollten, um nämlich die Kraftwerke der Zelle, die sogenannten Mitochondrien, einfach in der Anzahl zu erhöhen. Und das bedeutet also, dass wir erstmal die Kombination machen müssen aus Ausdauer und Muskeltraining, egal wie alt wir sind, um dem Stoffwechsel diesbezüglich etwas Gutes zu geben. Wir müssen Esspausen machen, um dem Stoffwechsel Ruhe zu geben, insbesondere also dem Energieverwertungsstoffwechsel, der eben die Energie natürlich erstmal verbrauchen oder speichern muss. Der braucht eine Pause, um beispielsweise den Insulinwert mal nach unten wieder zu bringen, damit das Insulin, heißt also als Masthormon, einfach auch mal eine gewisse Ruhe bekommt und vor allen Dingen die Entsorgung, die Müllentsorgung in der Zelle überhaupt stattfinden kann. Denn bleibt der Müll aufgrund dessen, dass wir dauerhaft essen, in der Zelle liegen, überaltern sie und begeben manchmal sogar frühzeitigen Selbstmord. Und das ist fatal, weil Alterungsprozesse sich damit beschleunigen. Und wir sollen über den Stoffwechsel natürlich auch unsere Reparatur- und Regenerationsprozesse fördern. Geben wir dem Körper nicht die Baustoffe, die der Stoffwechsel benötigt, Baustoff, auch da steckt das Wort ja Stoff schon drin, dann reparieren und restaurieren die Zellen nicht mehr ausreichend in der Nacht. Das Immunsystem kann seine Arbeit nicht mehr optimal funktionieren. Das heißt also, die wichtigsten Tipps sind Ausdauertraining, Muskeltraining, Esspausen und vor allen Dingen auch vernünftige Flüssigkeitsversorgung, damit die Zellen im Körper vernünftig über eben die Flüssigkeit versorgt und entsorgt werden können. Wenn wir über die Esspausen reden, was empfiehlst du da? Also normalerweise ist ja sehr modern Intervallfasten. Das ist aber nur modern. Mehr ist das auch nicht. Und das ist ja auch nicht praxistauglich, 16 Stunden mal nicht zu essen, 8 Stunden zu essen. Das schafft man ja so normalerweise gar nicht. Ich sage immer, 4 bis 6 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten reicht in der Regel aus, ist auch alltagstauglich. Also morgens gefrühstückt, 4 bis 6 Stunden Pause, wieder 4 bis 6 Stunden dann nach dem Mittagessen gemacht. Dann bin ich in einem ganz schönen Rhythmus und habe dann eben vom Abendessen bis zum Frühstück wieder 12 Stunden Pause. Das ist ein wunderbarer Rhythmus. Gibt der Zelle auch die Möglichkeit, endlich mal wieder durchzuatmen. Und wenn wir über Kraft- und Ausdauertraining reden, gibt es da eine Priorisierung? Ist das eine wichtiger als das andere? Oder wenn nicht, wie balanciere ich das aus, sodass auf der einen Seite, klar, wir können über Leistungssport reden, aber wenn wir jetzt einfach über Gesundheit reden, gesunden Stoffwechsel auch im Alter zu erhalten, was ist da eine gute Faustformel? Also je älter ich werde, umso wichtiger wird die Muskelmasse, wie ich gerade schon mal beschrieben habe, umso wichtiger wird auch das Muskeltraining. Ich erlebe das immer genau umgekehrt, dass die meisten Menschen dann mit dem Alter plötzlich anfangen, Ausdauertraining zu betreiben. Das kostet noch mehr Muskelmasse. Ja, ganz sicher, das ist genau kontraproduktiv, wenn die plötzlich anfangen zu joggen und zu walken. Dann haben sie aber eben nur das Kalorienverbrennen und das Gewicht im Mittelpunkt. Aber insgesamt für die Gesundheit ist das total fatal. Das heißt, ich würde mir wünschen, quasi ab dem 50. Lebensjahr eine Harmonie von Ausdauertraining und Muskeltraining. 2x pro Woche Ausdauer, 2x pro Woche Muskeltraining. Das ist so das richtige Maß. Und ab dem 70. Lebensjahr spätestens dann sogar 3 Muskeltrainingseinheiten zu machen, halte ich für sehr wichtig. Und jetzt kommt Achtung. Je älter ich werde, umso höher soll die Belastungsintensität sein. Das wird auch falsch gemacht. Die meisten machen dann nämlich so Heitatei. Ist ja so. Aber Muskeln müssen nicht in Watte gepackt werden. Ja? Gerade im Alter verliere ich eben die schnelle Muskelfaser. Und die schnelle Muskelfaser bewegt große Kräfte. Sie macht schnelle Bewegungen. Und wenn die weg ist, und dann habe ich eben einen großen Muskelmassenverlust. Und diesen kann ich nur bekämpfen, indem ich im Alter auch schon mal maximale Belastungen ausführe. 3er- oder 6er Sätze, ja, erhalte ich für sehr geeignet, auch schon mal bis an die Belastungsgrenze heran, um genau die schnellen Muskelfasern zu aktivieren, um deren Muskelmassenerhalt und deren Beitrag dazu eben zu garantieren. Ja, das ist ja tatsächlich ein Paradigmenwechsel gegenüber dem, was viele glauben auch. Und ja, glaube, das ist genau das Richtige, Marc, was du sagst. Die Empfehlungen, die nämlich ich häufig höre, leider auch aus der Ärzteschaft, gehen genau in die andere Richtung. Weil die sprechen ja immer von Schonung. Schon dich mit dem Alter. Mach schön langsam, du alter Sack. Ich bin ja auch 65. Ja? Ich sagte, wenn mir das einer sagen würde, dann würde ich sagen, mach du erstmal selber. Ja? Ja, ist doch wahr. Ganz im Gegenteil sogar. Nein, ich merke, je älter ich werde, umso höher muss die Belastungsintensität sein. Ja? Muss intensiver arbeiten, kann damit die Menge und die Häufigkeit aber reduzieren. Aber das ist ja auch ein Gewinn.
Und was sagst du zum Thema Verletzungsanfälligkeit? Ist das nicht so, dass man da ein bisschen aufpassen darf, wenn man älter wird? Oder? Nö, Quatsch. Warum denn? Wenn ich es denn richtig mache, was soll denn daraus resultieren, wenn ich den Körper langsam an intensive Belastungen gewöhne, ihn mitnehme, quasi ihn aufbaue? Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Ich kann nicht plötzlich anfangen, Marathon zu laufen. Nein, ich muss es vorbereiten. Ich kann nicht anfangen, plötzlich tiefe Kniebeuge mit 100 Kilo zu machen. Nein, ich fange bei 10, 20, 30, 40 Kilo an. Und wenn ich das mache, nehme ich den Körper mit. Und das ist wunderbar. Daran erkennt, wird man erkennen, auch im Alter ist das Entwicklungspotenzial wunderbar. Für Fitness ist es nie zu spät. Prima, dann schließen wir das Thema ab. Und bevor wir dieses Gespräch abschließen, gehen wir nochmal auf Fragen aus der Community. Ich habe, wie auch beim letzten Mal, über Instagram Fragen eingesammelt und da sind ganz schön viele gekommen. Ich pick mal ein paar Fragen raus. Zum Beispiel fragt Lumiki XOXO: Ingo, was ist der effizienteste Weg, um abzunehmen? Ich ergänze jetzt nochmal, um langfristig abzunehmen. Ja, den Körper zu verändern, nicht Kalorien zu verbrennen. Das ist das Entscheidende. Ich habe das ja vorhin auch schon mal gesagt. Das Wichtigste ist, dass wir aktive Muskelmasse aufbauen, also aktive Zellen haben. Und ich habe ja gerade auch schon mal gesagt, was ich mir darunter vorstelle. Ich brauche mehr PS. Das bedeutet also, ich brauche mehr Mitochondrien in den Zellen. Das mache ich über Ausdauertraining. Ja? Und das kann ich eben nicht kaufen, das muss ich machen. Also ruhiges aerobes, also sauerstoffreiches Ausdauertraining. Je länger, umso besser. Ruhig, ruhig, ruhig. Ja? 30, 45 Minuten walken, radeln, schwimmen, joggen, egal. Hauptsache lang. Aerob. Und das zweite ist, Muskelmasse aufbauen, mindestens zweimal die Woche. Große Muskelgruppen, Unterschenkel, Oberschenkel, Gesäß, Beine, Bauch, Rücken, dann bin ich groß. Das ist letztendlich dafür da, um dem Körper viel, viel Regenerationsmasse zu geben, um wirklich die Kalorien auch zu verbrennen. Und das ist die nachhaltigste Strategie. 2 Kilo pro Monat sind ja auch völlig normal, damit keine Muskelmasse abgebaut wird. Und wenn man das macht, dann verändert man den Körper nachhaltig, ohne kurzfristig Gewicht zu verlieren. Die nächste Frage geht auch in die Richtung, wie kann man gut abnehmen, und zwar ab 55 plus, nebst Sporternährung, Hormontherapie. Ja, Hormontherapie, ich sehe Hormontherapie wirklich sehr, sehr, sehr kritisch. Hormone sind ja Überredungskünstler, die den Körper zu etwas veranlassen, was er von alleine nicht tun sollte. Und das ist schon mal eine ganz kleine, der würde es von alleine nicht machen. Und dann tun wir plötzlich so, als wenn wir dem Körper mal ein Hormon geben und dann ist alles wieder gut. Natürlich nicht. Wenn ich mit einem Hormon arbeite, hat ein anderes sofort eine andere Reaktion parat. Die unterhalten sich ja gegenseitig. Und dementsprechend halte ich es wirklich für sehr, sehr kritisch. Bitte beobachten. Heißt also, Muskelmassenaufbau, Ausdauertraining probieren mit vielleicht am Anfang auch Hormonersatztherapie kann man ja machen, mal beobachten, was passiert eigentlich. Aber insbesondere eben dann auch biorhythmisches Essen, morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich, um stoffwechseladäquat zu agieren, den Körper tagsüber im Energiestoffwechsel zu versorgen und nachts im Baustoffwechsel. Dann habe ich genau die wunderbare Balance hergestellt, um dem Körper das zu geben, wann er etwas braucht. Das ist nochmal ein guter Punkt. Nachts finden ja, während ich schlafe, die Reparatur- und Muskelaufbauprozesse statt. Das heißt, abends ist das Eiweiß noch wichtiger. Ja, muss man ganz, ganz klar sagen. Wenn man das mal auch so ganz grob pauschal betrachtet, so ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und davon sollte man natürlich dem Körper gerade abends eine etwas größere Portion geben. Aber eben auch nicht zu viel, weil er braucht eine gewisse Zeit, um das zu bearbeiten. Aber wichtig ist, dem Abend nochmal mit Proteinen zu beenden, damit der Baustoff des Körpers für die Nacht, für die Reparatur und die Aufbauprozesse einfach zur Verfügung steht. Du sagtest 1 Gramm im Kraftsport. Sagt man häufig ja auch eher 2 Gramm. Ja, natürlich, in hochintensiven Phasen, so im Durchschnitt, der Normalbürger, in Anführung der Gesundheitssportler, der kommt mit 1 Gramm aus. Wenn ich über 60 bin, kann es auch 1,5 sein, da ist der Bedarf etwas höher, aber so Minimum 1 Gramm, das ist für viele, ja gerade, nehmen wir mal Veganer oder Vegetarier, gar nicht so einfach, schon dieses 1 Gramm zu realisieren. Mir ist viel wichtiger, nicht nur die Menge letztendlich der Proteine, sondern die Qualität der Proteine. Wir haben ja ganz viele essentielle Aminosäuren, da haben wir
haben ja einen kleinen Proteinspeicher. Und diese essentiellen Aminosäuren, das sind eben 8, die muss der Körper täglich auf die Speisekarte bekommen. Das heißt also vielfältig, variationsreich hier zu agieren. Da kann ich eben über Milchprodukte sehr gut Whey oder Casein, gerade Whey-Produkte arbeiten oder auch über Sojaprodukte, was ja auch sehr schön ist. Edamame, eine wunderbare Möglichkeit eben hier Proteinquellen am Abend noch zu generieren für sich selber. Ja, also irgendwo zwischen 1 und 2 Gramm liegt es. Und je älter ich werde, umso mehr brauche ich, umso sportlicher ich bin, umso mehr brauche ich auch davon. Die nächste Frage von Katharina geht in den Bereich Homeoffice und sie fragt, hast du denn Tipps gegen Snacks im Homeoffice? Du hattest ja gesagt, das Snacken, das lassen wir lieber bleiben. Die Essenspausen sind wichtig. Jetzt ist es natürlich so, zu Hause ist alles verfügbar. Hast du da einen praktischen Tipp, wie man sich das Snacken abgewöhnen kann? Ja, trink ein Glas Wasser. Also trink einen Schluck Wasser sofort. Deswegen habe ich ja gesagt, das Glas Wasser muss immer voll sein, was am Rechner steht. Und dieses Glas Wasser kostet Energie und bringt keine Energie. Und letztendlich ist es so, dass man sich wirklich darüber Gedanken machen muss, was nehme ich an Snacks? Und wenn ich einen Snack nehme, dann bitte höchste Qualität. Nehmen wir mal das Thema Schokolade oder Kekse. Ja, wir haben doch in der Regel am Schreibtisch oder wo auch immer die billigste Qualität an Keksen daneben stehen. Ne? Oder die billigste Qualität an Schokolade. Wenn ich allerdings mir ein Stückchen Schokolade gönne, ja, und das eben eine 70-prozentige beispielsweise Guarana-Schokolade oder was, ne, dann ist das ein ganz anderes Genusserlebnis, langsam wunderbar auf der Zunge zergehen lassen, den Schmelz verspüren, wo ich viel, viel mehr von habe. Und ich snacke deswegen ja häufig, weil das, was ich gesnackt habe, keine Spuren hinterlässt im Gehirn. Wenn ich aber ein richtiges Belohnungssystem aktiviere durch eine hohe Qualität, dann, und das ist meine Botschaft, also entweder du hilfst dir erstmal mit einem Glas Wasser über den ersten Schritt und wenn du snackst, nimm höchste Qualität einer kleinen Dosierung und du wirst sehen, dann wird dir der andere süße, billige Kram irgendwann nicht mehr schmecken, sondern du wirst ganz konzentriert nur nach den Highlights suchen. Ja, und nicht am Schreibtisch snacken, ne? Ja, das sowieso. Also das heißt, also hier an den Schreibtisch oder an den Computer gehört das nicht. Ne? Und wenn, dann muss man schon ein paar Schritte gehen. Aber auch hier, ich würde wirklich Öffnungszeiten an den Kühlschrank schreiben. Ja, das heißt ja, der Kühlschrank hat Öffnungszeiten. Das ist so. Ja, der ist nicht immer daueroffen. Und dementsprechend steht da also Stopp in einer gewissen Zeit und dann ist er eben geöffnet. Ja, so einfach ist das. Zum Thema Stoffwechsel haben Miss Francis und Himmelblau 1989 Fragen gestellt, die tatsächlich auch häufiger gestellt werden. Woher weiß man, ist die erste Frage, ob man zu wenig Kalorien zu sich nimmt für gesunden Stoffwechsel? Da gibt es ja auch diesen Begriff, der Stoffwechsel schläft ein oder fährt runter, wenn ich halt sehr niedrig kalorisch über einen längeren Zeitraum esse. Frage, ist da was dran? Gibt es da zu wenig? Und die zweite Frage, kann ich meinen Stoffwechsel sogar langfristig schädigen oder regeneriert er sich wieder? Bitte lest mein Buch dazu, weil da ist alles drin beschrieben, aber ich mache das mal in Kurzfassung. Ja, man verändert den Stoffwechsel durch seinen Lebensstil, positiv oder negativ. Ich habe mal eine Dame betreut fürs ARD Morgenmagazin. Die hatte eine lange Diäthistorie hinter sich. Was hat sie gemacht? Natürlich immer wenig gegessen. Kalorische Restriktion. Und immer zu wenig gegessen. Und irgendwann konnte sie gar nicht mehr so wenig essen, dass sie nicht zunahm. Weil der Stoffwechsel ihr das übel genommen hat. Das heißt, er verändert sich nachhaltig negativ. Dadurch, dass die aktiven Zellen erstens ihren Grundbedarf reduzieren, und zweitens auch die Menge der aktiven Zellen im Körper abnimmt. Und das ist eben die nachhaltige, langfristige, negative Schädigung des Stoffwechsels. Diese Dame übrigens, die ich gerade beschreibe, hatte in der Phase, als ich sie bekam, nur noch eine Stoffwechselumsatzrate von 860 Kilokalorien pro Tag. Sie durfte also nur noch ein Käsebrötchen essen. Dann war es also quasi zufrieden, also der Organismus zufrieden, alles andere brauchte er damit nicht. Das zeigt also, der Stoffwechselumsatz kann negativ durch zu wenig kalorische Zufuhr runtergefahren werden. Das heißt, du musst essen, damit der Stoffwechsel gesund bleibt. Das Schöne ist, man kann ihn wieder hochfahren.
indem man eben die Stoffwechsel beeinflussenden Faktoren hochfährt. Wie gerade auch schon mal gesagt, ganz einfach, Erhöhung der Anzahl der Kraftwerke, Erhöhung der Anzahl der Muskelmasse führt den Stoffwechsel sehr, sehr schnell wieder nach oben. Und auch hier haben wir es geschafft, bei der Dame innerhalb eines Jahres den Grundumsatz, also die Stoffwechselumsatzrate der Grundbedürfnisse des Körpers, um das Doppelte zu steigern. Und das zeigt also auch hier, über körperliche Aktivität kann man den Körper so verändern, dass er auch wieder zu einem schnellen Verbrenner wird, zu einem Rennwagenmotor wird. Woher weiß ich, dass ich zu wenig esse? Grobe, auch hier, du hast ja vorhin schon mal von Formeln gesprochen. Da kann man sich das ausrechnen. Und diesen Grundumsatz, so heißt der, sollte man niemals unterschreiten, sondern der sollte letztendlich immer jeden Tag auf der Speisekarte stehen, um eben diese negativen Reaktionen des Stoffwechsels in einen Notlauf überzugehen, eben doch zu reduzieren oder komplett zu negieren. Das heißt, in dem Fall, wenn sie bei 800 war, hat sie nachher wieder 1600 gehabt, nach einem guten halben Jahr. Intensives Training, aber es war möglich. Und das heißt, die Zellen, die dann entweder ganz abgebaut wurden oder die weniger Energie verbraucht haben, das waren dann die Muskelzellen? Genau. Du musst dir ja vorstellen, um das vielleicht nochmal an einem Beispiel zu sagen, um 1 Kilogramm Muskelmasse aufzubauen, ne, brauchst du etwa mindestens 5000 Kilokalorien mehr Energie. Du brauchst also etwa pro Gramm Muskelmasse etwa 5 bis 8 Gramm Energie. Ja? Zusätzlich. Das ist zusätzlich. Und deswegen, das machen die meisten falsch. Die wollen abnehmen, treiben dann auch noch Sport, verbrauchen wieder Energie, essen weniger, treiben noch Sport, wiederum weniger Kalorien und dementsprechend rauscht der Körper quasi in einen negativen Zustand. Das heißt also, wenn ich den Sport treibe, das ist wichtig, um den Körper wieder hochzufahren, Muskelmasse aufzubauen, braucht er umso mehr Energie, damit überhaupt Aufbauvorgänge stattfinden können. Das heißt also, Sport und Diät widerspricht sich komplett. Corinna fragt, wie ist es denn mit dem Laufen nach einer Corona-Infektion? Wie fange ich wieder an? Wenn ich Corona hatte, dann werde ich wieder gesund. Wie steige ich da am besten ein? Also erstmal spät, das ist schon mal die wichtige Botschaft. Also nicht zu schnell. Das heißt also, normalerweise kann eine Infektion schon mal etwas länger dauern. Das Minimum ist sicherlich 14 Tage Sportpause. Idealerweise wäre fast 4 Wochen Sportpause. Wobei Sportpause nicht heißt, nichts zu tun. Natürlich kann man Spaziergänge machen. Natürlich kann man darüber auch seine Herz-Kreislauf-Funktion erhalten, indem man ein wenig über Walking versucht zu erhalten oder über ganz leichtes Radfahren oder ein Fahrradergometertraining, ist das alles wieder möglich. Die normale Laufeinheit kann frühestens nach etwa 4 Wochen wieder begonnen werden. Das ist so eindeutig die klare Botschaft. Das heißt also, wenn man nach 2 Wochen wieder beginnt, was möglich ist, langsam in das Training einsteigen. Und ich würde wirklich die erste Woche mit Walken beginnen und würde dann in der zweiten Woche nach Neustart leichte Einheiten machen, Wechsel, also intervallartig, Walken, Laufen, immer so in 1 bis 2 Minuten Rhythmen und dann wieder in die Dauermethode etwa nach 4 Wochen übergehen. Chrissy fragt, gibt es für das Krafttraining theoretisch eine beste Uhr oder eine beste Tageszeit? Theoretisch ja. Das ist ja gar keine Frage. Es ist so, dass ich immer das Krafttraining am liebsten in den Morgen legen würde. Warum? Weil der Stoffwechsel natürlich durch das Muskeltraining extremst hochgefahren wird. Ja? Wir haben eine erhöhte Proteinsynthese, die ist mindestens 6 bis 12 Stunden höher aktiv. Wir haben einen hohen Blutdruck durch das Muskeltraining, wo wir in der Regel 18 bis 24 Stunden später immer noch erhöhte Werte registrieren können. Es hinterlässt Spuren in der Herzfrequenz beispielsweise, weil wir erkennen, Aufbauprozesse finden statt. Um dann aber Reparatur- und Regenerationsprozesse stattfinden zu lassen, die dann in der Regel im Schlaf ja primär stattfinden werden, halte ich also wirklich quasi so unter dem Aspekt der Optimierung das Muskeltraining in den Morgenstunden und das Ausdauertraining in den Abendstunden, insbesondere unter einem regenerativen aeroben Aspekt, für die richtige Strategie der Umsetzung im Alltag. Dann noch eine Frage von Nick, die finde ich noch interessant. Und zwar schreibt er, ich habe 55 Kilo abgenommen und ich möchte noch weitere 10 Kilo abnehmen. Ich bin im Kaloriendefizit, aber es tut sich irgendwie nichts mehr. Was kann ich tun? Ja, raus aus dem Kaloriendefizit, erste Botschaft.
und auf der anderen Seite endlich mal arbeiten, nämlich den Körperverbrauch höher fahren. Also die Botschaft ist nicht mehr noch weniger dem Körper zuzuführen, sondern dem Körper irgendwann wieder neue Möglichkeiten des Verbrauchs zuzuführen. Und das heißt, bitte trainiere, bitte führe deinen Stoffwechsel, wie vorhin schon mal beschrieben, wieder nach oben. Und dementsprechend hast du dann neue Chancen, mit einem neuen Motor den nächsten Weg, eben der nächsten 10 Kilo anzugehen. Irgendwann gibt es einen Reset-Knopf, der sich aber dann erst einstellt, wenn du dem Körper quasi neue Ressourcen vermittelt hast. Und das geht über neues Training. Also erstmal nicht auf die Kilos gucken, sondern ein bisschen mehr essen, ja. Mehr ja, genau. Hochwertige Kalorien, sage ich mal, und dann Muskeln aufbauen, bevor es dann irgendwann weitergeht. Genau, einen neuen Setpoint quasi bauen für sich selber, für den Körper. Der braucht einen neuen Setpoint, einen Triggerpunkt, wo er quasi agiert. Und wenn der Bedarf dann vom Körper wieder höher ist, das ist die richtige Strategie. Denn sonst landest du irgendwann in einem so geringen Energiezuführungskarussell, aus dem du nicht mehr rauskommst. Das ist hochgefährlich auf die Dauer. Und dementsprechend heißt es, bitte geh genau den anderen Weg jetzt, bau mehr Verbrauch auf. Und das wird dir helfen. Letzte Frage von Sportmaus111. Was hältst du von einem Mini-Trampolin für Cardiotraining? Ja, muss man mögen, muss man wollen. Man kann, egal wo man das Cardiotraining macht, die Körperzelle weiß ja nicht, wo du unterwegs bist. Ob du schwimmst, radelst, walkst, Mini-Trampolin machst, die Körperzelle weiß nur, du bist unterwegs. Du musst Energie umsetzen. Das ist alles. Und dementsprechend, wenn du es also schaffst, Sportmaus111, also dein regelmäßiges Training im Sinne von 30 bis 45 Minuten auf dem Mini-Trampolin auszuführen und dann in Herzfrequenzbereiche kommst, die auch wirklich einem aeroben Training entsprechen, dann spricht da überhaupt nichts gegen. Prima, damit möchte ich das abschließen. Zum Thema Stoffwechsel kann ich nur empfehlen, Ingos Buch Der Stoffwechsel-Kompass gibt es übrigens auch als Hörbuch. Und kann man also durchaus beim Spazierengehen oder beim Sport nebenbei das Wissen tanken. Ingo, ich habe auch gehört, du betreust auch Startups im Bereich Fitness. Wie kommt das denn? Erzähl mal. Ja, es ist ja so, dass ich ja vielen Studierenden schon mal helfe, wieder auf die Straße zu kommen nach dem Studium. Und da ich habe schon unterschiedliche Firmen auch mitgegründet, begleite die dann gerne, berate sie in Beiratsfunktion oder wie auch immer. Und gerade liegt mir ein großes Projekt einfach am Herzen von vielen, vielen Absolventen, die sich da zusammengetan haben, wo ich auch Beirat bin. Das ist die Organisation Fisch im Wasser. Ist ein wunderbares Wort, die beschäftigen sich mit der Lebensqualität von Menschen und bieten also quasi Strukturen und Konzepte an für das Business-Modelle natürlich, nicht für Endverbraucher auch, aber primär für Business, um eben letztendlich quasi neue Möglichkeiten der Erhaltung oder der Förderung der Lebensqualität zum Beispiel von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, von Kindern beispielsweise zu entwickeln. Die haben wunderbare Projekte, also wer mal Interesse daran hat, würde ich mich sehr freuen, auch mal Ideen davon hat. Das sind wirklich ein Startup, was ich sehr, sehr gerne begleite, weil es eben sehr innovativ unterwegs ist, wirklich Wissenschaftler dort unterschiedliche Disziplinen sich zusammengefunden haben und daran erkennt man, dass junge Menschen wirklich tolle Möglichkeiten haben, auch in dieser sehr schwierigen Zeit neue Unternehmen auf die Straße erfolgreich zu bringen und dementsprechend bekomme ich immer leuchtende Augen, wenn ich über Fisch im Wasser spreche. Es hört bestimmt der ein oder andere zu, der vielleicht selbst ein Unternehmen hat oder in der Managementfunktion verantwortlich ist und sich vielleicht auch mal um das Thema Gesundheitsmanagement, Gesunderhaltung meiner Mitarbeiter Gedanken machen möchte. Also da packe ich den Link auch nochmal in die Shownotes. Fisch im Wasser ist da eine gute Quelle. Ja. Ingo, ich habe zum Abschluss noch ein paar generelle Fragen an dich und zwar: Gerne stelle ich mal die Frage zu den schlechten Ratschlägen. Gibt es bestimmte schlechte Ratschläge, die du immer wieder zum Fitnesstraining hörst? Ach ja, ich habe ja gerade schon mal einen gesagt, schone die Muskeln, mach möglichst wenig, weil du musst immer an deine Gelenke denken. Erster schlechter Ratschlag. Natürlich, wie vorhin schon mal gesagt, Muskeln müssen nicht in Watte gepackt werden. Zweiter Vorschlag, den ich immer wieder höre, den ich auch schlecht finde, geh doch schwimmen, indem die Menschen eine Empfehlung bekommen, geh doch zum Schwimmen. Ja, mach doch dein Ausdauertraining im Schwimmbad. Schwimmen ist gut, aber man muss es können. Die meisten baden aber nur. Und baden ist kein Training, sondern Schwimmen setzt immer voraus, dass ich wirklich Bahnen schwimme, Kacheln zähle. Und dementsprechend verwechseln eben viele das Training im Schwimmbad eben mit einer Wellnesskur, geht ins Spaßbad, hat nichts mit Training zu tun.
Drittes, was ich sehr schlecht auch immer finde, eine Empfehlung, die man dann bekommt, treib doch mal Sport. Ich müsste mal wieder Sport treiben oder geh doch mal. Auch das ist eben für viele eine viel zu unkonkrete Empfehlung. Das bedeutet also, dass ich gerade im Bereich von Fitnesstraining oder auch eben von Sport überhaupt viel zu unqualifizierte, undifferenzierte Empfehlungen bekomme. Heißt also, ich brauche eine konkrete Empfehlung, gerade als Anfänger und Anfängerin. Morgen um 10 gehst du doch mal los und machst mal die ersten 3 Kilometer. Das ist eine konkrete Empfehlung, die ich auch umsetzen kann. Also insofern würde ich mir wünschen, dass man eben sehr, sehr viel eben an konkreteren Informationen an die Menschen heranträgt. Dass die Muskulatur deutlich mehr wirklich Rückmeldung findet, bezogen auf das an ihrer Bedeutung. Und dass ich wirklich immer doch sehr, sehr große Probleme habe in dem, was ich dort im Internet finde und gerade auf vielen Kanälen, die du auch kennst, wo doch sehr viele Menschen unterwegs sind, deren Qualifikation nicht dafür ausreicht, wirklich mir eine Empfehlung auszusprechen, was ich also schlecht finde. Und das bitte auch nochmal an alle, wenn ich wirkliche Influencer habe, die zuhören. Bitte seid euch der Verantwortung bewusst, wenn ihr Empfehlungen für Menschen aussprecht. Es geht um deren Gesundheit. Also bitte empfehlt nur etwas, wo ihr sicher seid, dass das auch wirklich eine richtige, valide, wissenschaftlich haltbare Information sei. Ist es das nicht, haltet bitte die Klappe. Gibt es etwas, das du glaubst, das nur wenige Menschen glauben? Ja, dass man in jedem Alter seine Fitness doch verbessern kann. Das glauben die wenigsten. Alle Menschen glauben, dass man mit dem Alter unendlich gebrechlich, lahm und eine alte Ente wird. Ja, falsch. Ja, ganz im Gegenteil, sagt einfach, hurra, wir werden älter. Neue Ressourcen bilden sich, neue Fähigkeiten entwickeln sich. Wir haben keinen Verlust daraus, ganz im Gegenteil sogar. Wir haben also eben große, große positive Empfindungen dadurch, wenn wir den Anfang, Fitness kann man nicht kaufen, die muss man leider machen. Ingo, vielen, vielen Dank für die viele Zeit, die du dir genommen hast für uns. Du hast das letzte Wort. Du kannst auf den Smartphones der Menschen da draußen eine Nachricht aufpoppen lassen. Was steht da? Also ich würde mir wünschen, dass wir jetzt nach dieser langen Bewegungsinaktivitätszeit alle gemeinsam daran arbeiten, Sport, Bewegung und Training wieder in ein positives Licht zu rücken. Bitte lasst uns eine aktive, bewegte Gesellschaft schaffen, denn dann wird es eine gesunde Gesellschaft, in der es auch wirklich Spaß macht zu leben und vor allen Dingen Bewegung macht Spaß und bringt gute Laune und vor allen Dingen können wir dann alle wieder optimistischer in die Zukunft blicken. Und hier nochmal der Werbepartner. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit 7 Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen. Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. Die Adresse ist fmmag.de, fmm wie Fitness mit Marc, ag wie athleticgreens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast
und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.